Ich bin extrem rational. Das heißt, ich habe zwar Emotionen, klar, aber ich versuche mich immer dann zu fragen, nicht wie fühle ich mich dabei, sondern jetzt mal auf strategischer oder konzeptioneller Ebene, was kann ich tun? Kann ich was tun? Habe ich überhaupt noch Zeit? Momentan halt sehr schwierig. Aber so ist meine Denke. Wenn ich das anwende auf Stiftungsleidenschaft und Fußballleidenschaft, dann spüre ich eine Balance in mir. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und möchte herausfinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist BookBeat, eine App, die in den letzten Monaten zwischen Homeoffice, Homeschooling, unzähligen Spaziergängen und dem Weg ins Studio auf jeden Fall ein fester Bestandteil von meinem Alltag geworden ist. Denn ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in 12 Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt, ganz egal ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles inklusive. Momentan höre ich sehr, sehr viel und sehr, sehr ausführlich Heinz Strunk. Der kommt nämlich demnächst ins Hotel Matze und auf BookBeat gibt es 15 Hörbücher von und mit Heinz Strunk. Ihr könnt jetzt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher von Heinz Strunk oder auch von anderen Autorinnen anhören, bis euch die Ohren glühen. Einfach auf bookbeat.de/rotematze gehen und los geht's mit einem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Nevin Subotic. Nevin Subotic ist Fußballer, Stiftungsgründer der Nevin Subotic Stiftung und für viele Menschen einfach nur ein Ehrenmann. Ein bisschen was zu seiner Biografie. Nevin wurde im früheren Jugoslawien geboren und kam im Alter von 2 Jahren nach Deutschland. Als die Abschiebung drohte, ging die Familie in die USA, damals war er 10 Jahre alt. 8 Jahre später kehrte er dann als Fußballer zurück. Mit Borussia Dortmund wurde er Pokalsieger, 2-mal Meister und zur Legende. 2012 gründete er die Nevin Subotic Stiftung. Diese gemeinnützige Organisation baut Brunnen in Äthiopien. Wir sprechen über sein wirklich bewegtes Doppelleben. Ich habe selten jemanden wie Nevin getroffen, der scheinbar alles hinterfragt und alles analysiert. Und so hat er auch am Anfang seiner Fußballkarriere, als es beim BVB so richtig losging und er seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, nach einer Weile seinen Status und die dazugehörigen Statussymbole hinterfragt. Und er hat einfach sein Haus, seine Autos und sein Bling-Bling wieder verkauft, weil er gemerkt hat, das macht alles gar keinen Sinn und hat stattdessen die Nevin Subotic Stiftung gegründet und auch hier sein komplett eigenes Ding gemacht. Es geht um das berühmte weiße Blatt Papier und was er für sich und sein Leben draufgeschrieben hat. Wir sprechen über seine Unzufriedenheit und auch ein bisschen die Unfähigkeit zu vertrauen und wie er das allerdings wieder kanalisiert und daraus etwas Gutes erschafft. Es geht um gesellschaftliche Verantwortung, sein Doppelleben und wie diese beiden Pole, also die Pole des Fußballers und des Stiftungsgründers, wie die zusammengehen. Auch moralisch. Nevin ist wirklich ein faszinierender Typ, der auf eine sehr eigenwillige Art sehr ruhig ist, aber auch sehr, sehr mitreißend ist. Und so hat er mich auch mitgerissen. Nevin erzählt im Gespräch, dass wenn seine Stiftung einen Brunnen bauen will, dies 10.500 Euro kostet. Ich habe dann gedacht, das möchte ich auch versuchen und habe eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die Hotel Matze Spendenaktion mit der Nevin Subotic Stiftung. Das Ziel sind jetzt 10.500 Euro, also ein Brunnen in Äthiopien. Die Hälfte habe ich schon eingelegt und ich würde mich freuen, wenn ihr den Rest voll macht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank dafür. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das zusammen hinkriegen. Aber jetzt lasst euch erstmal mitreisen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Nevin Subotic. Ich bin nicht gut in Gruppen, Menschengruppen oder so, zu albernen Themen zu sprechen, sondern so, wenn du mal hier mir gegenüber sitzt und ich will dann wissen, wie bist du aufgewachsen, was ist anders, wo du herkommst, falls du woanders herkommst und fast jeder kommt anders woher, weil er einfach ein anderes Leben hatte als ich. Also du musst nicht von einem anderen Ort herkommen, sondern vielleicht nur aus einer anderen Schicht, aus einem anderen Ort innerhalb von Deutschland und so. Und dann wird es halt sehr so intim. Und irgendwie ist das für mich dann auch so die schönsten Gespräche, weil ich weiß dann vielleicht nicht, ob du das lustig findest oder das, aber ich weiß, deine Schwester hat dich als kleinen Jungen irgendwie das erste Mal zum Lollipop in so einen Laden gebracht und dieser Lollipop
hat dir nicht geschmeckt, seitdem isst du keine Lollipops. So irgendwie interessant und sehr persönlich und viel mehr bereichernd auch selbst als Empfänger von seinem Gespräch. Als hast du das gesehen oder kennst du das schon? Gut, dass du jetzt auch schon aufnimmst, weil ich mich direkt gefragt habe, weil du sagtest, du fragst auch, woher die Leute kommen. Weil das ist ja gerade ganz oft eine Diskussion gewesen, auch wenn es wieder um ja schon Rassismus, Herkunft und so weiter und so fort, wird immer dieses, man darf nicht fragen, woher man kommt, weil das so, man dichtet dann sozusagen, man dichtet das rassistisch. Und ich bin jemand, der wirklich wahnsinnig gern fragt, woher kommst du? Und ich habe hier mit Tupoka Ogette gesprochen, die viel zu dem Thema geschrieben hat. Warum fragst du, woher kommst du? Was interessiert dich daran? Das ist bei mir nicht unbedingt die erste Frage, sondern was dahinter steckt, ist also nicht das Land, das dann vielleicht impliziert ist, sondern vielmehr, wer bist du? Und irgendwo, ja, vielleicht nicht nur physisch an einem Ort, sondern auch in einer anderen Zeit, warst du ja gestern, warst du ja letztes Jahr, warst du ja, ja. Vor 10 Jahren. Ja, also für mich ist es viel wichtiger, also diesen Gesamtkontext zu verstehen, und die Person zu verstehen, anhand zurückzublicken auf, wo war die Person vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Vielleicht, wenn das eine andere Kultur war oder selbst eine andere soziale Schicht. Also vielmehr geht es für mich schon im Kontext, um daraus dann Folgefragen abzuleiten. Wenn ein Gespräch dabei bleibt, woher kommst du? Dann sagt er, ich komme da und daher und das war's. Ja, dann, ja klar, ist das alles andere als respektvoll. Ich will den Menschen kennenlernen, verstehen, was hat er erlebt, was möchte er mir erzählen überhaupt, ja, in dieser Zeit, die wir dann gemeinsam haben. Das finde ich sehr wertvoll und das waren auch immer die schönsten Begegnungen, die ich hatte. Da muss man weder voll noch laut sein, sondern ganz im Gegenteil hilft es da, sehr ruhig zu sein. Das sind auch so die Rahmen, die ich präferiere, so one-on-one, nur dann nehme ich deine Rolle ein und du nimmst meine Rolle ein und ich frage dich, erzähl mir mal über deine Kindheit, ja, also wer war denn dein bester Freund in der Schule und was habt ihr für lustige Sachen gemacht? So eine Frage lädt einfach ein, um mich auch in dein Leben heranzuführen. Das heißt, du bist auch überhaupt nicht so ein, also wenn wir uns auf einer Party kennenlernen würden, dann würden wir uns eher in einer Ecke kennenlernen und quatschend und wahrscheinlich den ganzen Abend da bleiben und nicht unbedingt auf einer Tanzfläche und als man noch Partys machen konnte, meine ich. Also du suchst auch eher sozusagen den ruhigen Rahmen eher oder das One-on-One statt jetzt so eine große Gruppe und alle sind zusammen und wechselt die ganze Zeit. Ja, also wenn du mich jetzt oder in den letzten Jahren in einer Disco gesehen hättest, dann wäre ich da wahrscheinlich mit meinem besten Freund, ja, waren immer die Clique und es war immer eine geile Zeit, wo wir einfach gemeinsam waren und gemeinsam gesprochen haben. Eine lustige Begegnung war dann bei einem Geburtstag von einem Kollegen, auch im Stiftungskontext, mit dem ich mich hier mit seinem Schwiegerpapa mit ihm unterhalten habe. Das ist ein Herr, der ist schon 60 plus, dann kurz oder in der Rente gewesen. Und die Musik, ich kann mich noch erinnern, war brüllend laut. Es war sehr schwer, sich zu unterhalten und er war ja auch eher so ein ruhiger Mensch und kannte mich als Fußballer. Ich so, ja super, lass uns aber bitte nicht über Fußball reden, weil das Gespräch ist todlangweilig da, ja? Zumindest für einen von uns. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was machst du denn überhaupt? Er so, ja, ich mache Qualitätsmanagement, Beratung. Und ich so, wie cool, ich habe ein Handbuch seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder zwei, in dem es darum geht, kennst du denn den Huran, so heißt der, dieses Konzept entwickelt hat. Und er meinte, nee, kenne ich nicht, aber ich mache das ja. Und dann haben wir uns über seinen Beruf unterhalten. Und da hat er auch unter anderem gesagt, ja, mittlerweile ist das so, wenn wir zu den großen Betrieben gehen, dann müssen die Fenster auf eine bestimmte Art und Weise abgedunkelt werden, damit selbst Informationen in einem Besprechungsraum nicht zugänglich sind für Leute, die draußen vorbeilaufen. Ne? Also in dem Büro. Und ich so, ja, das finde ich voll interessant, weil ich bin auch so Cyber-Hacker-Szene zumindest affin. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Das war, glaube ich, jetzt 3 Jahre her. Und die letzten 3 Jahre hat er uns dazu begleitet, unser Qualitätsmanagement in der Stiftung nach vorne zu bringen. Also, ach, wie toll. So ist man auf etwas gekommen, das eigentlich nicht im Raum stand, aber wo ich ihn auch einfach eingeladen habe, mal zu erzählen, was er macht, obwohl er dachte von sich aus, ja, das ist super langweilig. Ja, aber das Schöne war, wir beide fanden das interessant. Was glaubst du, wie Orte
Menschen prägen? Da gehöre ich weniger zu den Menschen, wie meine Freundin das ist, die dann das richtige Ambiente braucht, die richtige Musik, vielleicht das Lagerfeuer noch daneben. Das hilft zwar alles, doch für mich war und ist immer entscheidend, wer da ist und in welcher Atmosphäre die Person selbst ist. Weil ich selbst die schönsten Momente, die wertvollsten Gespräche nicht in irgendeinem besonderen Ort geführt habe, sondern allein die Gespräche und Momente, die ich irgendwo erlebt habe, haben diesen Ort besonders gemacht. Das ist deshalb für mich dann auch der Beweis bisher gewesen, dass es viel weniger ist, wie man den Ort vorbereitet oder welchen man auswählt. Es hilft natürlich, wenn man ein intimes Gespräch führen möchte, dann nicht in die Disco oder in die Bar zu gehen, sondern vielleicht doch irgendwo ein ruhiges Eck, vielleicht auch mal zu Hause zu finden. Deshalb ist für mich viel mehr entscheidend, so, wer ist da? Ich wurde auch mal gefragt, so die häufigste Frage der letzten Jahre, der definiere Heimat. Ja, und ich bin schon so häufig, habe ich den Standort gewechselt, dass ich jetzt sage, das ist meine Heimat, entweder das Land oder dieser Ort an sich, das fühlt sich nicht so richtig an. Wenn ich forciert bin, dann kann ich vielleicht sagen, ja, Dortmund, weil ich da am längsten gelebt habe. Aber ansonsten versuche ich das doch eher zu definieren, wenn ich mit den richtigen Menschen selbst im Wald bin, ja, dann fühlt sich das für mich nach Heimat an, weil ich brauche da nichts anderes und ich kenne die Menschen oder ich fühle mich da einfach wohl und wunschlos glücklich. Hast du das erlernen müssen erst? Weil es gibt ja eigentlich so eine, also ich merke das, ohne dass wir das dahin erziehen, ich habe einen Sohn, der ist 8 und der ist sehr verbunden mit dem Ort, wo wir jetzt sind in Berlin. Also der stand jetzt auch mal irgendwann einen Umzug an und dann also überlegt und dann war so, oh nein und nicht und nicht, hier ist doch mein Zuhause, hier sind meine Freunde und hier ist dieser Ort, dieser eine Ort. Also der ist schon sehr festgelegt gerade so. Und wie ist das bei dir? Also hast du irgendwann gelernt, okay, ich brauche das gar nicht, diesen einen festen Ort, dieses Dortmund sozusagen, sondern ich kann eigentlich, wenn ich offen bin, und nach den richtigen Menschen Ausschau halte, dann kann das überall schön sein? Ja, das würde ich auf jeden Fall unterzeichnen, denn in Anführungsstrichen gute Menschen gibt es überall. Fast alle Menschen sind gut, ja. Außer ein paar Leute, die vielleicht krank sind und die sehr, sehr wenigen, die evil sind. Von daher habe ich immer die Hoffnung, egal wohin es geht, und ich bin ja schon häufig umgezogen, dass ich mich überall einfach pudelwohl fühle, ja, weil ich einerseits in den letzten 10 Jahren auch gemerkt habe, ich brauche sehr wenig. Und wenn, dann sind das wertvolle Gespräche. Und mittlerweile bin ich auch in dem gemeinnützigen Kontext ja sehr verbunden mit Menschen, zu denen ich einen Kontakt pflege, der sehr bereichernd ist auch für mich. Der dann auch mal außerhalb des Kontextes stattfindet, aber der insgesamt sehr, sehr wertvoll für mich ist. Vielleicht zur Vorgeschichte, ich habe mit meiner Freundin heute noch darüber gesprochen und generell denke ich ja auch immer, man sollte Leute verstehen, indem man sie fragt, wie kommst du dazu, so zu denken? Ja, und ich bin mit ein Jahr, habe ich das damalige Jugoslawien verlassen, meine Familie ist vor dem Krieg geflüchtet. Ich war dann bis zum 10. Lebensjahr im Schwarzwald, in Schönberg, einem kleinen Dorf. Das war, glaube ich, damals noch Heimat und ich wollte auch nicht weg, weil es unvorstellbar war, was das bedeutet für einen 10-jährigen Jungen. Dann waren wir 1,5 Jahre in Salt Lake City, dann waren wir 5,5 Jahre in Florida und dann bin ich alleine mit 17 nach Deutschland, nach Mainz, 2 Jahre später nach Dortmund, dann mal nach Köln, dann nach Saint-Étienne, Frankreich, dann nach Berlin, dann in die Türkei, jetzt in Österreich. Also ich bin schon rumgekommen, ja, und das allein nur im Fußballbereich. Dazu kommt noch im Stiftungsbereich dann auch noch Äthiopien und Mosambik gesehen. Ja, und entscheidend waren für mich weniger die Orte an sich, ja, was schön ist, wenn man natürlich die architektonische Kultur eines Ortes wahrnimmt und erlebt, die sicherlich auch einen Teil dazu beiträgt, wie was normal ist. Aber für mich hat es immer wieder gezeigt, hey, Neuanfang, zack, Restart. Und du kennst den Prozess, ja.
erste paar Monate sind Angewöhnung, ja, und dann stabilisiert sich das und dann weißt du, wo was ist und mit wem du eher klarkommst und mit wem weniger. Ja, und dann lebst du da, ja, und versuchst das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaube, das ist sehr schwierig vorstellbar für die Leute, die noch nie einen Ort verlassen haben, weil dieses Unvorstellbare dann eher beängstigend wirkt. Genau, es ist eine Angst vor der Fremde, ne? Also so entsteht ja auch, genau, glaube ich, Fremdenhass sogar irgendwann sogar, ne? Weil du hast irgendwie, du eigentlich hast du noch nie jemanden gesehen, vor dem du Angst hast. Oder wenn, dann hast du es aus den Medien entnommen, die ja, genau, dann ja, eher darauf schielen, Sachen sehr polarisierend zu zeigen. Du erfährst ja nicht von den 99,99% der Muslimen in Deutschland, die vorbildliche Staatsbürger sind, sondern du erfährst von den 0,001 der Voll. Leute, die einen Fehler machen oder einen Fehler gemacht haben oder absichtlich was Schlimmes gemacht haben, ja. Und das führt ja dazu, dass es overrepresented ist, überrepräsentiert ist und zu dieser Angst führt. Ich habe Edward Said ist ein verstorbener Autor und auch Wissenschaftler, der selbst auch über dieses Orientalism gesprochen hat. Also wie wird der Orient medial dargestellt, ja, und das wurde in den letzten Jahren auch wissenschaftlich aufgearbeitet. Ja, und da hast du halt, ich glaube, die Zahlen waren so 70% der Fälle ist, ja, der Bösewicht ist ein Araber. Ja. Ja, klar, wenn du Fernsehen schaust und du denkst, okay, 70% der Leute sind nicht Akteure, sondern es sind immer die Schlimmen, die abgeballert werden, ja, dann bildest du dir doch ein, okay, anscheinend 70% oder mindestens davon, die sind dann einfach so. Und das ist eine sehr gefährliche Medienkultur, die wir hier leben. Deshalb kann ich auch allen Leuten nur ermutigen, sich zu trauen. Ich glaube, das Schöne heute, was zwar nicht unter Covid geht, aber sind dann zum Teil auch die ganzen Blogger, die zwar sehr faszinierend etwas Neues vorstellen und ich finde das auch an sich nicht komplett gut, aber die zeigen zumindest, hey, es gibt diesen Ort, ich bin dahin gegangen und es war schön, die Leute, die sind freundlich, ja, und vielleicht sogar enorm freundlich, viel mehr als man das überhaupt aus der eigenen Kultur kennt und somit auch die Brücke für den einen oder anderen, der erstmal so ein paar Leute braucht, die vorgehen, bevor man dann auch die Sicherheit hat, selbst zu gehen. Also das finde ich an sich eine positive Entwicklung. Wenn wir uns jetzt mal an einen der vielen Orte, in denen du schon gelebt hast, vorstellen, wir lernen uns dort kennen. Es könnte eine Hotelbar sein, weil es Hotel Matze ist. Und ich frage dich nach einer Weile, was machst denn du so beruflich? Mhm. Was würdest du in so einem Moment jetzt antworten? Also jetzt auch gerade jetzt eben? Ganz offen und ehrlich, ich würde sagen, ich bin Fußballer hier beim SCR Alltag nebenan, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir treffen uns hier in der, ja, Nähe. Und ich bin Stiftungsleiter der Nevin Subotic Stiftung. Von dort aus ergeben sich dann viele Möglichkeiten, das heraus zu kristallisieren, was das alles bedeutet. Doch mein Fokus wäre ziemlich schnell dann auch vom Fußball abzukommen, weil das Problem ist, es gibt wenige Normen oder es gibt schon ein genormtes Gespräch in diesem Fußballerwesen, wo es immer wieder das Gleiche ist. Ja, ja, und das ist halt wie wenn du im Interview 20.000 Mal führst. Ja, es ist irgendwann mal weniger interessant. Also das fängt dann an, Ja, bitte, gerne. Ich will es gerne wissen, weil du weißt, wir haben schon geklärt. Genau. Wie häufig trainiert ihr denn? Ja, wann war ich da? Um 9, da war ich um 14 Uhr wieder daheim und so ist das in der Regel. Ja, okay, gut. Ja, ja, und wie ist das beim Spiel? Bist du dann nervös? Ja, also ich finde, wer vor so einer Testaufgabe nicht nervös ist, der sollte halt aufhören, weil dem fehlt dann die Spannung. Aha. Ja. Und seit wann spielst du Fußball? Eigentlich seitdem ich denken kann. Und dann geht das immer so weiter. Und man hat es schon, weißt du, so häufig beantwortet. Und ich fall dann auch auf meine Normen, genormten Antworten zurück, die dann sehr kurz, ja, sind, auf den Punkt. Und irgendwann mal ist man über diese Brücke hinweg und dann kann sich einfach wie zwei Menschen unterhalten, ja, wo dann auch ich erfahre, was die Person macht, weil das ja für mich das Interessante ist, so sehr es vielleicht für die andere Person interessant ist, von mir zu erfahren. Es ist ja in ihrem Gespräch ein bisschen selbst preisgeben und auch selbst was erfahren, das finde ich auch fair. Doch das Gespräch geht dann erst richtig los, finde ich, wenn man nicht nur darüber spricht, was der andere macht und das ein bisschen zu erklären, sondern eben auch diese persönlichen Geschichten teilt, auch die Lebenseinstellungen. Die schönsten Gespräche sind die, wo ich wirklich auch etwas entnehme
für mein Leben. So, da finde ich es schön und da können die Gespräche auch sehr, sehr lange gehen. Ich gucke da nicht auf die Uhr. Ich will jetzt einfach mit dieser Person so lange wie möglich da sitzen und mich mit ihr unterhalten. Wie ist es gerade, Fußballer zu sein? Also jetzt auch Pandemiezeit und all das. Also und auch für dich jetzt selber, wo du jetzt gerade bist, in deinem Lebenspunkt. Vielleicht auch wirklich eher auf dich, nicht im Allgemeinen, also so für dich Fußballer. Alles ist mittlerweile ein Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiel wird dahingehend definiert, dass zwei Mannschaften, die treffen sich, ja, so ein bisschen wie zum Sonntagskick, also das sind alles so Metaphern, die helfen, das einzuordnen, wo man muss sich selbst motivieren, weil die Fans sind nicht da. Und eigentlich ist für mich das Entscheidende, dass dem Beruf ja auch eine Besonderheit gibt, also wenn man ihn ausüben darf, dass man da mit 80.000 verrückten Leuten feiert, wenn man ein Spiel gewinnt. Und das ist unbeschreiblich schön, weil es gibt kaum einen Beruf, ja, wo du was machst und die Leute sind in dir, in dem Raum und jubeln und brüllen und würden am liebsten noch lauter brüllen, wenn sie könnten, wenn man dann gemeinsam Erfolg hat. Und dich selbst, wenn du dann auf die Fresse fliegst und verlierst, dann trotzdem noch klatschen und sagen, Kopf hoch, alles okay, und dir auch zeigen, hey, wir sind hier eine große Gemeinschaft. So, das fehlt und das ist nicht möglich durchzusetzen durch 1000 Likes auf einem Post oder so. Da ist es noch tatsächlich etwas, was Covid entnommen hat, was nicht irgendwie digital zu ersetzen ist, weil Emotionen zu digitalisieren ist eine hohe, große Herausforderung. Und das fehlt und das ist ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit. Doch ich bin ein Realist. Es gibt's nicht. Punkt. Also kann ich es nicht. Es kann. Also ich kann es versuchen zu ändern, aber ich kann es nicht ändern. Und deshalb setze ich das mal zur Seite. Dann bleibt halt der Sport an sich. Nun, der ist wunderschön. Den spiele ich ja seit klein auf, schon ein Leben lang. Und da wecke ich so den Tiger in mir. Ich möchte gewinnen. Vor allem, wenn ich denke, dass das Spiel fair ist und ich die Fähigkeit dazu habe, und das ist momentan der Fall. Also dann hat man diesen krassen Drive, ist im Tunnel, um dann halt die 3 Punkte mitzunehmen, weil ja auch für uns als Fußballer dann der Erfolg zählt. Am Ende, klar sind es die Momente an sich, die man gemeinsam mit den Fans erlebt haben, das ist Nummer 1. Und dann Nummer 2 sind dann so die persönlichen Sachen, die man mitnimmt aus einer Karriere, wo man sagt, hey, man war bei diesem Verein und man hatte zum Erfolg beigetragen. Weil für mich wäre nichts trauriger, als irgendwo hinzugehen und das Gefühl haben, ich habe entweder nicht alles gegeben oder wir haben etwas nicht geschafft. Das kann ich nicht, dieses Gefühl. Also dann kämpfe ich auch aktiv gegen das Gefühl und zu dem Gefühl hin, alles gegeben und wir haben auch was Geiles draus gemacht. Aber woher weiß man, dass man alles gegeben hat? Der einfachste Indikator ist Gewinn. Ist Gewinn, ja. Am Ende zählt das viel mehr. Ja, schon seit vielen Jahren ist mir auch bewusst, auch wie man gewinnt. Beispielsweise gestern haben wir schlecht gespielt, haben aber gewonnen. Lucky Punch. Doch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir nicht gefallen. Daraus entnehme ich nicht jetzt ein positives Gefühl, das jetzt überstrichen wird von diesem Tor und dem Ergebnis, um zu sagen, hey, nee, Schwamm drüber, wir haben verloren und lass uns jetzt einfach nach vorne blicken, weil wir haben ja gewonnen, dann deshalb lass uns nach hinten blicken, sondern da ist ja eine Lektion drin, da ist ja im System eine Lücke, irgendwas, was wir nicht geschafft haben. Und ganz häufig im Fußball, was ich mittlerweile auch gelernt habe, ist es nicht so, als würden die Spieler das nicht wollen, sondern ganz häufig wissen sie nicht, was zu tun ist. Kannst du dich dann trotzdem erst einmal freuen oder hast du sofort dennoch diesen, naja, klar, aber? Ja, also dieses, ich bin sehr... Bist du so ein Aber? Ja. Du bist ein Aber-Typ. Ich bin nie zufrieden. Manche würden sagen, es ist ein Problem, aber für mich, ich ziehe da Kraft raus, weil ich weiß ganz genau, ich bin so, ich kann mich nicht ändern. Ich verstehe auch, dass es gut ist. Ich verstehe aber auch, dass da Kraft drin liegt, für mich zumindest, den nächsten Schritt zu gehen. Weil ich habe ja dann was identifiziert, was nicht optimal war, was aber zu ändern ist in Zukunft. Kommt sicherlich auch aus so dieser Haltung meiner Eltern, meinem Vater auch, bei dem nie etwas
gut war. Ja, ich wurde zuletzt mal gefragt, als wir in der Familie erfahren haben, dass wir nach Amerika durften, anstatt zurück in die Kriegsregion, also nach Bosnien geschickt zu werden. Ja, wie war denn das bei eurer Familie? Sind dann alle aufgesprungen, haben geschrien? Da musste ich einfach hier die Hand in den Kopf legen und sagen, nein, das kann ich mir bei meiner Familie beim besten Willen nicht vorstellen. Wir sind sehr ruhig und wenn etwas sehr Positives passiert, dann ist das schön und toll. Und das ist auch ein Problem bei mir, weil ich habe ja selbst ein Team, das ich leite bei der Stiftung. Ja. Und ich sehe ja dann auch die Fortschritte, die einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Und mir ist bewusst, dass es auch nötig ist, diese Momente zu feiern. Ich sage meinen Mitarbeitern auch, ey, tut mir leid, ich sehe manchmal diese Momente echt nicht. Ich gebe mir Mühe und selbst dann wüsste ich auch nicht mal, wie es ist, diese richtig zu feiern, weil ich kenne das einfach nicht. Ja? Ich kenne das von der Meisterfeier, wo man dann völlig durchdreht. Ja? Aber so das im Alltag, so das kenne ich einfach nicht. Ja, dann wurde das auch mittlerweile delegiert eben an die anderen Leute, die ein Gefühl dafür haben und das zu identifizieren und das auch richtig zu implementieren. So eine Feier, eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit. Und ich versuche natürlich auch an mir selbst zu arbeiten, um das vor allem nach außen für andere Leute dann besser eben zu identifizieren und auch zu implementieren. Aber für mich, ich behalte meinen Weg, weil ich kann mich nicht ändern. Ach so, das ist interessant, weil du erst sagtest, du suchst auch die Veränderung. Aber an der Stelle sagst du sozusagen, hier weiß ich, okay, da gibt's, hier ist es so. Also, ja, ich versuche mich zu verbessern, doch wenn es so fundamentale Dinge sind, die man entweder die binär sind, entweder 0 oder eine 1, dann ist es sehr schwierig für mich zu ändern, weil manche Sachen sind Personality Traits, also das ist meine Persönlichkeit, ja. Und anhand dessen nehme ich eben auch weiterhin, ich nehme das einfach so wahr, ja, und ich finde, dass es für mich auch richtig ist, weil es für mich auch irgendwo herkommt aus meiner Jugend und meiner Kindheit und die kann ich nicht wegdenken und ich will auch nicht auf den anderen Weg abkommen, zu sagen, ja, da ist ein Erfolg und ich feiere den Erfolg an sich und auch selbst wenn ich weiß, dass da Sachen nicht gut waren, die lasse ich dann liegen. Dafür gibt es Leute, die genau das Gegenteil von mir sind, die mich ergänzen und die ich zum Glück jetzt als Partnerin habe, meine Freundin, aber dann auch im Stiftungsteam habe. Ne? Das ist ja auch wichtig, Diversität zu haben von Charakteren, um nach vorne zu kommen, um auch selbst mal zu reflektieren und entsprechend dessen prinzipiell, also ich bin generell so ein Prinziptyp und ich versuche doch trotzdem, wenn ich denke, dass ich was weiß, mich offen zu halten, dass es vielleicht nicht so ist, wie ich denke. Also ich gehe prinzipiell davon aus, wenn ich denke, ich weiß was, dann ist das zu 95% richtig. Also da ist noch 5%, das ich einfach nicht wissen kann, sondern das kann mich gerne durch jemand anders überzeugen. Und wenn er mich oder sie mich überzeugt, ja, dann kann das variieren. Dann wechsle ich auch meine Einstellung zu Sachen, denn ich glaube, nichts ist gefährlicher heutzutage, als mit einer dogmatischen Haltung durch die Welt zu gehen, in der eine Welt so komplex wie noch nie ist und wo es einfach in fast allem, vor allem gesellschaftlichen Themen, nur Graustufen gibt. Und wenn dann jemand hinkommt und sagt, nee, das ist für mich einfach schwarz, dann ist das häufig ein Problem. Aber bist du dann in so einem Moment, wenn du, wenn wir bei dieser Zufriedenheit, das eine ist ja die Zufriedenheit mit einem selbst, also ich sage, ich empfinde eine 100%ige Zufriedenheit. Ich weiß übrigens auch nicht, wie die geht. Also damit, da sind wir sozusagen. Ich sehe auch immer irgendwie, na gut, an der Stelle hätte man nochmal sozusagen. Und ich merke aber, dass ich wirklich in so Teamsituationen, ich muss es dann manchmal so ein bisschen auch wirklich erzwingen. Also so, damit irgendwie die, oder es gibt Regelwerken, also dass man sagt, okay, es gibt einen Termin in einer Woche, wo man darüber spricht und nicht gleich sofort hingefallen oder irgendwas falsch gelaufen, man ist sofort, Und wie machst du das in so einem Moment, wenn du jetzt nach so einem Spiel wie gestern, du kommst zurück in die Umkleide und alle freuen sich und du hast aber das Aber im Kopf, behältst du das dann erstmal für dich? Oder sagst du, ja, freu dich. Du, gerade du musst dich ja gar nicht freuen, weil. Nein. Also ich versuche da nicht, meine Unzufriedenheit der Überhand zu geben über der Zufriedenheit der Mannschaft. Ich glaube, es ist auch wichtig,
dass man diese Momente feiert und nicht, dass alle so sind wie ich. Das wäre schrecklich, sondern das ist das Schöne, vor allem in einer Mannschaft, das sind verschiedene Charaktere und man sollte die Leute berücksichtigen. Und in diesem Fall möchte ich niemals, dass meine Laune irgendwie einen Einfluss hat auf eine andere Person, weil ich gehe es einfach in mir durch und ich kann das nicht ändern. Und ich habe mir so in der Vorbereitung an Ermangelung an anderen Erfahrungswerten ein paar Videos angeguckt und vor allen Dingen auch so ein paar ganz schöne kleine Fundstücke nach Meisterfeiern, wie du aufs Autodach springst und tanzt und dich freust. Und es gibt ein ganz berührendes Video, fand ich, als du, ich glaube, du hast für eine andere Mannschaft gespielt, glaube es Köln oder FC Köln. Berlin. Köln oder Berlin, ja. Und wurdest aber in Dortmund mit einer wahnsinnigen Euphorie empfangen. Und das sind ja Momente, wo man dann auch eigentlich, also auch mal denken könnte, meine Güte, ich bin schon ein ganz schön geiler Dude. So, ja. Also da sind dann irgendwie so eine, in so einer Kurve, keine Ahnung, 25.000 Leute auf so einer Stehtribüne vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja. Und die sagen, obwohl du in einer anderen Mannschaft spielst, du bist ein Ehrenmann, ja. Und da könnte man ja denken, ich bin's. Ich bin's, ja. Koppelst du das dann auch ab in dem Moment? Ich denke mir dann in diesem Moment so, es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn in diesem Begriff. So, das ist mit das Schönste, was das Leben zu bieten hat. Also einmal zu wissen, diese Menschen respektieren dich. Und dieser Respekt, ja. Mhm. Dieser Respekt und Wertschätzung. So, die Fans, die möchten dir das jetzt schenken. Es gibt keinen Vergleich für mich. Also ich kenne das nicht. Das ist auch nicht bei den meisten Spielern so, soweit ich weiß, sondern es ist halt echt was Besonderes. Und dann stehe ich da, klatsch, und gefühlt bin ich 800 Meter groß in dem Moment. Ich glaube, das war auch, obwohl diese Momente, von denen du sprichst, ja auch später in meiner Karriere kamen, doch immer Bestätigungen und Unterstützung von den Fans, um zu sagen, nicht nur danke für das, was du machst im Fußballischen, sondern auch der du bist in unserer Gesellschaft, also den Teil, den du da einnimmst. Da rechne ich mir jetzt was ein, das ich weiß, aber das ist halt das, was ich auch mitbekommen habe und das dann auch dahingehend einordne, weil ich glaube, für mich das auch ein Faktor ist, um zu sagen, okay, ist richtig. So, ich bin meinen Weg gegangen und ich weiß auch bis heute, manche Manager im Fußballgeschäft nervt das. Aber auf der anderen Seite, große Teile der Gesellschaft und auch der Fußballgesellschaft, die stehen da voll dahinter. Und nicht nur irgendwie für eine Saison, sondern halt auch jahrelang danach. Und das an sich finde ich wertvoll. Also das ist das, was ich daraus entnehme. Ich entnehme daraus nicht, dass ich der beste Fußballer bin, bei weitem nicht. Oder schon eher, dass der Weg, den ich irgendwann mal genommen habe, auch den Weg entspricht, den sie mit ihren Werten so definieren würden. Lass uns einmal so ein bisschen, wir haben schon so ein bisschen angeschnitten, die Biografie so ein bisschen leicht durchgehen. Du hast schon erzählt, dass deine Eltern mit dir zusammen geflüchtet sind aus dem ehemaligen Jugoslawien und von deinen ersten, bis du 10 warst, in Deutschland gelebt hast. Mhm. Wer war Anneliese Stumpf? Das war eine nette Oma, beziehungsweise damals war sie eine Frau, die mein Vater kennengelernt hat. Denn meine Eltern hatten erstmal keine Arbeit, weil sie waren dort auf einem Touristenvisum. Oder zum Teil auch gar nicht, also ohne Visum. Und irgendwie musste man. Also ihr wart teilweise illegal in Deutschland am Anfang? Ja, oder? Illegal würde ich jetzt nicht so laut sagen, aber so impliziert meinen. Ja. Ach so. Zinker, zinker. Und irgendwie mussten meine Eltern ja auch Arbeit finden. Weil mein Vater ist dann ein sehr direkter Typ, der ist dann einfach von Haustier zu Haustier in Schönberg gegangen und hat den Leuten gefragt. Wie groß ist Schönberg? 4.500 Einwohner mittlerweile. Ja. Ja. Wieso seid ihr da gelandet? Da war der Cousin von meinem Vater, der ihm dann auch irgendwie Orientierung geboten hat, aber selbst wenig tun konnte, weil er war jetzt auch nicht Firmeninhaber und kannte Leute links und rechts, sondern er hat getan, was er kannte. Und das war für uns schon sehr hilfreich und war eben eine Orientierungsperson. Naja, und mein Vater ist dann von Haustür zu Haustür gegangen, hat den Leuten gefragt, hey, braucht ihr denn was? Meine Frau, die kann hier die Wohnung putzen oder ich kann bei euch den Garten machen. Und Frau Stumpf hat gesagt, woher kommen Sie denn? Und daraus ist einerseits so eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung entstanden, weil meine Eltern konnten dann bei ihr arbeiten, ne, also konnten irgendwas tun.
und auch eine persönliche Beziehung entstanden, weil sie dann auch mal zu uns gekommen ist. Wir haben zu dem Zeitpunkt im Dachgeschoss eines Vereinsheims gelebt. Da gab es keine Dusche oder so, da hat auch keiner davor gewohnt, sondern das war so ein richtig dreckiges Dachgeschoss, wo man Sachen hinlagert. Aber das war das Beste, was wir hatten. Und sie hat sich das angeschaut und gesagt, hey, ihr kommt jetzt mit zu mir. Deine Eltern bekommen das Schlafzimmer, das Gästezimmer bekommen die Kinder. Ich schlafe dann auf der Couch. Und das war für uns der Einstieg in eine eigene, also in eine Wohnung, ja, mit Betten, mit Toiletten, mit Dusche und allem drum und dran. Weil sie das so wollte, auch unentgeltlich. Mein Vater wollte das bezahlen, aber sie wollte das nicht. Sie war damals selbst noch geflüchtet aus Schlesien und wusste, wie wichtig es ist. Daher kannte sie das. Ja, daher wusste sie, wie, in welcher Rolle wir sind und wie wichtig es auch wirklich ist, jetzt irgendwie anzukommen, also auch physisch, also eine Wohnung zu haben. Und ja, so ist sie zu einer sehr bedeutenden Person in unserer gesamten Lebensgeschichte geworden. Denn dadurch, dass wir dann bei ihr waren und auch nicht Miete zahlen mussten, erstmal konnten meine Eltern ein bisschen Geld erwirtschaften. Und dieses Geld, ja, das haben sie dann vor allem auch dafür benutzt, um Hilfsgüter nach Jugoslawien zu schicken, in die Kriegsregion. Und später dann noch eine eigene Wohnung dann zu haben. Ja, und sie ist eine sehr liebe Frau, sie ist sehr präzise, hat uns dann beispielsweise auch beigebracht, von links nach rechts zu essen. Ja, ich weiß noch, ich habe immer mal geschaut, weiß ich, keine Ahnung, 5 Jahre alt und ich sehe, meine Mutter isst und die linke Seite ist leer, auf der rechten Seite ist noch Kartoffelstampf. Das wirkte irgendwie total komisch. Ich habe gefragt, ja, wieso isst du das? Und sie meint, ja, die Frau Stumpf, die hat mir gesagt, so macht man das. Ja, und dann seitdem war das ein Ding, ja, dass man anscheinend von links nach rechts isst. Das habe ich noch nie gehört. Ja, ja, nee. Es war auf jeden Fall so. Und das andere war auch bei ihr, bei Frau Stumpf, so, sie hat ihren Weg gehabt. Ne, die wollte, das war auch bei meiner Mutter, die erinnert sich immer daran, wenn Sachen dann sauber gemacht wurden, alles hatte seinen Platz. Also es hatte seine Ordnung, gab es nicht zu viel, aber alles war so geordnet. Und dann hat meine Mutter auch so diesen Gedanken mal aufgenommen von ihr, weil ja zu dem Zeitpunkt meine Mom war, boah, ich glaube, 20 Jahre alt. So jung. Ja, okay. Also noch sehr jung. Also mit weniger als 20 hatte sie schon mich und meine Schwester und ist schon das Land geflüchtet von zu Hause. Also unvorstellbar für mich. Ich bin mittlerweile 32, also 12 Jahre älter als meine Mutter, die schon damals einiges erlebt hat. Ja, so haben wir was von Frau Stumpf mitgenommen. Ich habe sie jetzt auch vor ein paar Jahren dann mal wieder besucht, so in Schönberg, habe sie dann aufgefunden. Am ersten Tag bin ich zu ihr nach Hause, habe geklingelt, keiner ging ran und habe dann mit ihr am Telefon geschrieben. Und sie ist ja Rentnerin mittlerweile und in Schwarzwald sagt man, keine Zeit. Ja, wenn du im Alter bist, irgendwie, da gibt es 10.000 Sachen, die man dann noch tun möchte und muss. Und dann am Folgetag haben wir uns zum Picknick hingesetzt und da war sie auch sehr geordnet. Nimm das, pack das dahin und hatte schon so einen Korb für den Picknick vorbereitet. Und da war alles perfekt organisiert und ich fand das cool. War irgendwie ganz, ganz schön. Sie hatte dann also klare Vorstellung von, auch wenn wir das Foto machen, wo wir das machen, wie wir das machen, weil ich wollte ein Foto machen für meine Mom, um ihr das zu schicken. Ja, und eine wunderbare Frau, die auch, das fand ich besonders, als ich sie ja da noch gefragt habe, jetzt 15 Jahre später, ja, wie war das für dich damals, dass du uns eingeladen hast? Und sie meinte, bedenk mal, wo ich herkomme. Ich habe schon Sachen erlebt, das wünsche ich keinem Menschen. Und ich wünsche keinem Menschen auf der Welt, vor allem nicht, wenn er mir vor meiner Haustür ist, dass er zurückgeht und da im Vereinsheim lebt. Ja? Ich hab's ja. Ich hab ja hier ein Dach über dem Kopf. Und für mich ist es kein Problem, auf der Couch zu schlafen. Es ist sogar auch schön, so etwas wie Familie zu haben, weil ich selbst ja das nicht hier hatte. Also es war auch eine Bereicherung für sie, die ich gesehen habe. Nicht um es jetzt darzustellen, sie wollte sich selbst daran bereichern, sondern für sie war es einfach klar, dass es das Richtige ist. Ja, und das an sich hat sie auch bereichert. Und das fand ich halt wunderschön. Es war keine Abwägung und kann ich das, macht das Sinn, was, wenn das passiert und so weiter, sondern nein, das ist richtig, ich mache das und hat es niemals bereut und für uns hat es unser Leben verändert.
Ja, ich fand es total schön. Du hattest es in irgendeinem Interview, habe ich das gelesen, und dass du noch den Namen wusstest. Und es ist so ungewöhnlich, finde ich, die Geschichte, dass da eine ältere Dame dann einfach so eine Familie bei sich aufnimmt und die da eine ganze Weile wohnen darf. Deswegen wollte ich da ein bisschen mehr drüber wissen. Aber ihre Geschichte erklärt das natürlich ein bisschen. Und was ich auch bemerkenswert finde, dass, also von dem, was ich gelesen habe, das kannst du gerne bestätigen oder vielleicht auch erweitern, dass ihr sehr gut, obwohl das so ein kleines Örtchen ist, sehr gut aufgenommen worden seid. Ich komme aus Südbrandenburg, 2000 Menschen, und da gibt es eben eine sehr große Angst vor der Fremde. Und das sind auch im Grunde teilweise auch ältere Menschen, die auch geflüchtet sind damals im Zweiten Weltkrieg. Aber deine Geschichte oder eure Ankunftsgeschichte in Deutschland, die hörte sich von den zwischenmenschlichen Kontakten, jetzt abgesehen von dem staatlichen, hörte sich das immer sehr positiv eigentlich an und sehr, also nicht feindlich an. Ja, und das Schockierende daran, dass ich dann, ich weiß nicht, wann ich das gehört habe, irgendwann, als ich Teenager war und auch darüber mit meinen Eltern gesprochen habe, so zum Thema, also wie war das in Deutschland und wie wurden wir denn aufgenommen? Weil meine Eltern, die möchten nicht darüber sprechen. So, es ist eine schwierige Zeit für sie auch gewesen, weil sie hatten mehrere Jobs. Ja, sie hätten sich gerne mehr um uns gekümmert. Sie hätten auch gerne viel mehr getan für die Menschen in der Kriegsregion. So, sie waren weg von ihren Eltern, weg von ihrer Familie, von ihren Brüdern, Geschwistern und Freunden. So, das war für sie eine schwierige Zeit. Deshalb denken sie, glaube ich, sehr ungern daran. Aber trotzdem haben wir darüber gesprochen. Und ein Satz, der bei mir so hängen blieb, es auch wieder so echt Gänsehaut bekomme, ist, mein Vater sagte, wir hatten so Glück, dass wir so aussahen wie die Leute. Und ich glaube, dass das sehr traurig ist, doch auch sehr entscheidend. Weil allein vom Aussehen her hat das schon so viele Hürden weggeräumt. Ja, die Leute aufbauen, die es eigentlich nicht gibt, aber die Leute einfach aufbauen. Und für uns war das nach der Auffassung meines Vaters eben einer der entscheidenden Punkte. Und als ich das gehört habe, ich habe das niemals überlegt. Und ich bin auch, ja, ich sag, erst die letzten 10 Jahre habe ich verstanden, habe ich angefangen zu verstehen, was Rassismus ist und wie sich dieser manifestiert in der Gesellschaft und woher der auch stammt. Ich weiß nur, damals war es für mich ein kompletter Schock, das aus dieser Perspektive mal wahrzunehmen, weil ich wusste noch nicht mal, dass es diese Perspektive gibt und schon gar nicht, dass diese auf uns zutrifft. Das andere ist, wenn ich auch über diese Zeit erzähle, ist, dass wir ja auch nicht getrennt werden konnten. Ja, es gab jetzt nicht eine Stadt mit verschiedenen Stadtteilen, wo Leute nach sozioökonomischen Klassen und Status ausgegliedert werden, quasi aus der Gesellschaft, sondern es gab eine Schule. Alle gehen dahin, unabhängig von wo du herkommst, wo deine Eltern herkommen, alle gehen zur gleichen Schule, und Kinder zum Glück haben noch sehr wenige Hürden oder kaum Hürden, sondern da geht es darum, ich will Spaß haben, kann ich Spaß mit dir haben? Ja, super, dann haben wir gemeinsam Spaß. Ja, ist das Schönste im Kindergarten, wenn ich nur daran denke. Ja. Die Kinder, die wissen zwar gar nichts. Spielt keine Rolle. Ja, aber die geilste Zeit überhaupt, ja, weil alle einfach wissen, es geht um Spaß. Ja, es geht um Freude und das Vertrauen. Die Leute, die uns dann auch eben als Familie reingeholt haben, waren dann beispielsweise die Frau Stumpf. Es waren auch Familie Edle, die gemeinsam mit uns auch die Hilfsgüter dann verschickt haben. Sie haben sie zum Teil auch selbst transportiert. Da ist eine Familie, die auch da aus dem Ort kommt, zu dem mein Vater dann irgendwie Kontakt aufgebaut hat, auf die Art und Weise, die das macht. Er ist nicht der große Geschichtenerzähler, sondern ein sehr direkter Mensch. So, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Ja, super. Gebe ich 100% für. Und ich glaube, das schafft dann auch Vertrauen, weil Leute sehen, das ist jemand, der es wirklich auch so meint. Hast du dir das abgeguckt? Ja, auf jeden Fall. Familie Egle, also wie gesagt, die war ja auch dann bei der Hilfsgüterbeschaffung, aber auch Distribution entscheidend, und auch jetzt in den Gesprächen in den letzten Jahren mit meinen Eltern zu diesen Fragen, ja, wer war denn entscheidend für uns als Familie, war es Familie Egle. Und ich kann mich erinnern, wir sind sonntags, ich weiß nicht, ob jede Woche, jedes Wochenende oder einmal im Monat, zu ihnen. Ist auch ein lustiges Konzept, was ich jetzt festgestellt habe. Kaum jemand war bei mir daheim. Wir sind immer zu anderen Familien gegangen. Jedenfalls waren wir dann bei ihnen, haben Kaffee und Kuchen gehabt, sonntags nachmittags, auch für uns neu.
Ne? Kaffee trinkt man auch in Bosnien, Kuchen gibt es natürlich auch, aber dass das so ein Ding ist, Sonntagnachmittag, die ganze Familie kommt zusammen, trinkt Kaffeekuchen, war für uns neu, war auch schön, meine Mutter und mein Vater fand das schön und es war einfach ein respektvoller, offener Austausch. Also nicht aus dieser Mitleidsatmosphäre heraus und erzähl mir, wie anders du bist, sondern wirklich ein respektvoller Austausch, wo auch wir wahrgenommen wurden als Menschen, wir uns auch respektiert gefühlt haben und auch angekommen. Und gleichzeitig auch erfahren haben, was die machen. Ich weiß noch, die hatten diese Dia-Shows, da war mal die Tochter irgendwie im Urlaub, hat uns das mal dann gezeigt. Und es war sehr wertvoll für uns, so einfach das auch klingt. Und lustigerweise habe ich diese Geschichte von Familie Egle häufiger mal vorgetragen im Rahmen der ganzen Integrationsvorträge oder Debatten, die es da gab. Und nach einem in Dortmund kam jemand zu mir und meinte, oh, das ist ja super, wie ihre Geschichte und wie sie das vorgetragen haben. Und wir sind auch engagiert. Ich wollte Sie einmal fragen, was denken Sie, wie können wir uns noch engagieren? Da meinte ich, ich habe gerade die Geschichte von Familie Egle erzählt. Laden Sie doch mal einfach jemanden ein, unterhalten Sie sich mit den Menschen, erzählen Sie von sich, lassen Sie auch mal die andere Person ganz normal erzählen, entwickeln Sie eine Freundschaft. Allein das kann schon sehr wertvoll für beide von euch sein. Ja, und es sind manchmal so die einfachen Dinge, voll, die einerseits einfach klingen, auch in der Regel einfach sind, aber die zum Teil auch gegen diese Entwicklung gehen, dass man heute Sachen von jetzt auf gleich komplett behoben haben möchte. Ja, ich klicke auf etwas und sofort ist ein Problem gelöst. Ja. Ja, weil es ist ein bisschen komplizierter als das. Ja, da müssen noch Leute arbeiten oder es muss noch was erfolgen. Aber da ist es wichtig, eben ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ich als Bürger auch selbst die Fähigkeit habe und auch die Möglichkeit, mich zu engagieren. Konntest du damals, also hast du das Gefühl, so sein, wie du bist als Kind oder musstest du dich bremsen? Also im Sinne von, die Eltern sagen, bitte nicht auffallen, wir müssen vorsichtig sein oder konntest du, hast du das Gefühl gehabt, ich kann mich in meiner bunten Pracht, jetzt sitzt du gerade vor mir im schwarzen T-Shirt, ja, deswegen so bunt ist es gerade nicht, aber konntest du dich so als Kind zeigen, wie du bist? Also als Kind, dann würde ich so meine Zeit in Deutschland in Fokus nehmen, also meine ersten 10 Lebensjahre. Ja. Und ich glaube, da relativ zu der Striktheit meiner Eltern, ja, und klar, negativ auffallen gab's nicht, so, das sollte man nicht machen und meine Eltern sind noch alte Schule, was die Erziehung betrifft, so, das wurde schon sehr schnell einem abgewöhnt. Ja, deshalb habe ich auch mich wenig getraut, irgendwie Sachen zu machen, die nicht erlaubt sind oder die nicht gut sind. Da gibt's echt nur eine Geschichte, wo ich ein richtig böser Junge war. Und zwar war es so einmal während der Schule hat einer erzählt, dass seine Mutter nach der Schule zur Bäckerei geht oder eine Bäckerei hat, irgendwie was mit einer Bäckerei. Und ich meinte, oh wow, wie toll, kann ich denn mit? Ja, und dann hat er gesagt, ja, ja, klar. Und ich wusste, eigentlich muss ich nach Hause gehen. Ja. Ich bin dann mit zur Bäckerei, dann haben die Gebäck geholt, sind zu sich nach Hause, dann haben wir da noch ein bisschen gespielt. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, bin aber irgendwann mal nach Hause gegangen, wo schon viel zu spät war und meine Mutter hat mich schon gesucht. Ja, weil es hat nicht gepasst, dass ich nicht pünktlich nach Hause komme. Ich hatte so Angst vor meinen Eltern, ja. War nichts anderes außer vor meinen Eltern, dass dann meine Mutter dann erzählen musste. Ja, ich war hier am Park auf dem Weg nach Hause, haben mich größere Jungs angegriffen, haben mich nicht durchgelassen. Und ja, seitdem komme ich hier nicht nach vorne. Meine Mutter, voll die Löwin, sagte, ja, wer war das? War natürlich in einem kleinen Dorf, kennst du jeden. Und ich so, ja, nee, kenne ich nicht, habe noch nie gesehen, aber die waren so groß und so alt, so stark, bla bla bla. Also, sag mir, wo sind die lang? Komm, wir finden die und so weiter. Naja, am Ende, ich habe nur Gepäck gegessen und ich habe es dann anscheinend nicht dann gesagt, aber irgendwann mal ein paar Jahre später habe ich gesagt, ey, weißt du noch diese Geschichte? Ich so, ja, ja. Ich war beim Kumpel und habe einfach Gepäck gegessen und ich fand das so cool, weil, keine Ahnung, so, es war mal ein neuer Kollege, bei dem ich sonst nie daheim war und war auch lecker. Ja, also das war so das Ausmaß meines Evils und aus der Reihe springen.
Ich habe gerade befürchtet, dass deine Mutter in dem Moment dir nochmal eine gescheuert hat. Ja, als ich glaube, das hätte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja, verstehe. Wie ist, also dein Vater war ja schon fußballaffin. Wann fing das bei dir an, dass du gemerkt hast, also ich fand es auch ganz interessant, du hast irgendwann auch mal gesagt, dass du dein Leben so konzipiert hast wie das Leben deiner Eltern. Bei mir oder bei vielen anderen, die ich kenne, ist es eigentlich immer so, nicht das werden, was die Eltern sind und das komplette Gegenteil und so weiter und eigentlich weg, weg, weg. Mhm. Und ihr seid ja euch sehr nah, wie es mir scheint, natürlich auch durch die Geschichte. Aber wann fing das an, so dass der Fußball, dass du nicht gedacht hast, oh, mein Vater mit seinem Fußball, sondern hast du auch gemerkt, dass ich, mich zieht's da auch hin? Mhm. Mein Vater war in seiner Jugend sehr erfolgreich im Fußball, hatte auch eine Profikarriere angestrebt. Und als wir dann nach Deutschland geflüchtet sind, hatten wir keinen Status. Also wir wurden lediglich geduldet, was sehr schwierig war und ihn dann auch seine mögliche Fußballerkarriere das Genick gebrochen hat. Also er konnte, es war klar, er wird nie wieder professionell Fußball spielen, aber er hat dann amateurmäßig gespielt und ich bin aufgewachsen, wie schon gesagt, im Vereinsheim, habe also rausgeschaut und da war TSV Schönberg, der Fußballplatz, und da bin ich dann, habe am Wochenende gesehen, wie mein Vater kickt, so wie das bei den meisten Kindern da war. Das hat dann dazu geführt, dass auch im Kindergarten, in der Schule, habe ich immer Fußball gespielt. Ich hatte niemals Druck, nur zum Teil dann in der Jugend war dann, ich glaube, kurz mal mein Vater. In Amerika dann? Noch in Deutschland. Da war mein Vater Trainer im Verein. Ja, und das war dann, der ist zu strikt, so, der kann, das ging nicht gut, das war dann auch klar. Und also zu streng auch sozusagen. Zu streng, ja, und natürlich nimmt er mich dann anders wahr als die anderen Kinder, weil das sind andere Kinder, zu dem muss er noch lieb sein, zu mir, weiß er ganz genau, gibt's eine andere Regelung. Naja, trotzdem war das für mich einfach vor der Schule, während der Schule, nach der Schule, am Abend Fußball spielen, weil es ja auch nichts gab. Das ist ja noch meine Generation, vor allem im Dörflichen. Man wusste, man geht einfach zum Bolzplatz bei uns und irgendjemand ist da. Oder man trifft sich dann, fährt los und kickt dann zusammen. Das war so ein bisschen Volkssport. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, für niemanden greifbar, dass man Profifußballer werden kann. Aber trotzdem von einer Kollegin von mir, die hat noch ihr dieses Kinderfreunde-Buch, wo man an die Freunde übergibt und die füllen das dann aus. Da steht bei mir, ich glaube, das war dritte Klasse oder zumindest in der Grundschule, so Berufsfußballer. Ja? Was es schon sehr trifft, weil ich will nicht Fußballer werden, sondern von Beruf aus Fußballer. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Auch wenn bis zu meinem 15. Lebensjahr das völlig außer Reichweite war. Vor allem, als ich in Amerika gelebt habe, das so 10 bis 15 eben, da habe ich auf dem untersten Niveau gespielt. Also wenn du dich heute oder deinen Sohn anmelden würdest, dann würde der in der gleichen Liga mit der gleichen Ausbildung kicken wie ich. Doch mein Vorteil war, dass eben mein Vater diesen Drive in sich hatte, aber sein Traum schon vorbei war. Und dieser Traum automatisch dann irgendwie meiner war. Ja, ich habe den auch übernommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt für meinen Vater tun, sondern es war für mich, ich habe Spaß dran, ich will das machen. Ich spiele Fußball, auch wenn ich weiß, wahrscheinlich werde ich niemals professionell spielen. Aber trotzdem war es, ich glaube, mit so der einzige Zeitvertreib, der mir erlaubt war. Der andere war, entweder bist du eben auf dem Fußballplatz oder du bist in deinem Zimmer. Ja, das gibt dann wenig Möglichkeiten für eine anderseitige Entwicklung da. Das ist auch ein guter ein Erziehungshinweis gerade hier, ne? Wenn man so möchte, dass das Kind auch, wenn man sagt so, du darfst in die Schwimmhalle oder auf dem Sportplatz oder du musst für die Schule lernen, dann ist, ja. Okay, ich glaube, ich gehe mal ist gut, dahin. Aber das andere ist, was man in Kauf nehmen muss, ich bin mit 17 ein Kontinent entfernt von meinen Eltern gewesen und seitdem die letzten 15 Jahre. Ne, also auch, es ist cool, diesen Job zu haben, aber es kostet auch, klar bekommst du dafür Geld finanziell, das ist natürlich auch nochmal eine lachhafte Nummer, aber es kommt auch mit enorm hohen Kosten, die man gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Also für mich, vor allem in den letzten Jahren, ist es richtig präsent geworden, als meine Schwester zwei Kinder auf die Welt gebracht hat. Ja, mein Neffe und meine Nichte. Zum Glück war das noch vor Covid, sodass ich beide einmal halten durfte, noch als ein Monat.
alte Säuglinge und den Kleinen noch als einjähriges Baby. Die haben mich auch einmal in Frankreich besucht, aber seitdem halt nicht. Und ich bin so ein Satellit, ja, der so einfach, den gibt's, ja, und der sendet Signale hin und her und ist auch vielleicht einmal im Jahr da. Das schafft auch eine Distanz. Also der Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, ist es cool, wenn man sehr erfolgreiche Athleten hat, aber vielleicht willst du dann lieber einen Sport aus, der auch in dem Land stattfinden kann, in dem du dich befindest oder wo du deine Kinder nicht so sehr auch zum Teil wegschiebst. Das war bei uns eins der Herausforderungen, so durch diese Striktheit, aber dann in Amerika leben und gefühlt keine Freiheiten haben. Ja, also klar, mit 17 wollte ich einfach nur weg und zwar so weit weg, wie es geht. Waren deine Eltern oder dein Vater jetzt im Speziellen, ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst oder willst, aber war der dir zu streng? Er ist brutal streng. Ich weiß auch, woher das kommt. Ne? Also ich habe auch selbst gesehen, wo er groß geworden ist und er ist mitten auf dem Berg, eine kleine Hütte mit 30 Quadratmeter für 5 Personen. Sein Vater hat, glaube ich, 12 Geschwister, seine Mutter 7. Ja, das sind noch ganz andere Bedingungen, auch wenn er erzählt, was zu seinen Pflichten gehört hat, als er 15 war, da denke ich mir ja entsprechend auch wichtig, diszipliniert zu sein. Und diese Art der Disziplinierung ist halt nicht mehr modern. Sagen wir es mal so, dass das dann auch ein bisschen halt hart ist. Ich weiß, es kam immer aus vollem Herz. Aber wenn ich also jemandem raten könnte, so lass das Kind auch sein, so hey, ist es okay, wenn es nicht deutscher Meister wird? Ja, gibt super glückliche Familien, wo der Sohn nicht deutscher Meister geworden ist. Und das ist auch schön, weil man dafür vielleicht andere Sachen gewinnt, die man nicht unbedingt hochhebt in die Hand, die aber vielleicht mindestens genauso wertvoll sind für das eigene Leben. Also eine Strenge kommt ja auch aus einer Vermeidung, dass einem dasselbe passiert, dass das Kind mal besser haben soll und so weiter. Also all die Sachen oder eben nicht auffallen in einem fremden Land und so weiter. Ist er jetzt aus der Ferne stolz auf dich und kann das auch zeigen und kann sagen, oh, ich war vielleicht ein bisschen zu streng? Nee, das ist bei uns sehr schwierig. Also okay. Vielleicht bekomme ich auch daher so dieses, ich weiß nicht, mit manchen Situationen umzugehen, weil ich sie halt nicht aus der Kindheit kenne. Ja. Ja, also dieses klassische Bild, so Vater geht mit so und sagt, hey, super gemacht, so ganz so, ey, pff, nicht häufig und nicht so, dass ich mich zumindest daran erinnern kann. Und dann auch wiederum halt nicht, dass das schlecht ist, es ist bestimmt passiert, ich habe es einfach nicht abgespeichert. Ja, diese Sicht auf die Dinge, es muss immer besser sein und besser und Fehler dürfen nicht überschaut werden. Manche Sachen sind gut, also da glaube ich auch wirklich, das ist nicht verkehrt, sagen wir es mal so zumindest. Manche Sachen, ja klar, ist halt nicht so toll gelaufen. Aber insgesamt könnte man argumentieren, ja, am Ende hat es ja geklappt, weil man ist ja dann, hat den Erfolg, den sportlichen Erfolg, den man erfolgt hat. Und das gibt dem recht. Nach anderen Parametern würde man es vielleicht nicht als Erfolg messen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Supporter ist HelloFresh. HelloFresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress. Dank ihrer großen Auswahl an Gerichten braucht ihr nie wieder grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch ganz einfach abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus, könnt dabei zwischen den Vorlieben Fleisch und Gemüse, familienfreundlich, vegetarisch und Balance und je nach Person und Gerichten pro Woche eure Bestellung personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt dann mit einer recycelbaren Kochbox zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In meiner letzten Box hatte ich das Rezept für Babyspinat-Spätzlepfanne. Ich bin wirklich kein besonders begabter Koch. Meine Familie und meine Freunde können davon leider ein Lied singen. Aber mit HelloFresh funktioniert das ganz, ganz wunderbar. Die Spätzle mit Spinat und Achtung, Walnüssen, die waren wirklich, wirklich super. Möchte ich unbedingt nochmal kochen. Probiert es unbedingt mal aus. Ihr könnt die Boxen jederzeit pausieren oder kündigen ohne Mindestlaufzeit. Das geht alles wirklich sehr, sehr einfach und verlässlich. Und mit dem Link in den Shownotes und dem Code MATZE bekommt ihr als Neukunde einen 50€ Rabatt auf die ersten 4 Kochboxen. Das ist doch super. Dabei gilt 25€ auf die erste Box, 15€ auf die zweite und 5€ auf die dritte oder vierte Box. Ich wünsche guten Appetit und bedanke mich bei HelloFresh. Mein heutiger Supporter ist Happy Brush. Für alle Frühaufsteherinnen, Weltenbummlerinnen
oder Nachteulen und euch gibt es jetzt die neue klimaneutrale Schallzahnbürste Vibe 3. Deren Akku hält bis zu 6 Wochen. In der Zeit kann es mir sogar leider passieren, dass ich nicht mehr weiß, wo das Ladekabel ist. Ordnung im eigenen Bad, sage ich nur. Egal, die Zahnbürste könnt ihr mit einem USB-Stecker ganz easy aufladen. Und natürlich kommt das Set in einer nachhaltigen Verpackung zu euch nach Hause. Ich habe selbst eine bei mir im Bad stehen, wie gesagt. Und ich muss sagen, ich bin sehr von der Leistung zum einen begeistert, aber auch vom Design. Für mich ist die Happy Brush, ich hoffe, ich darf das jetzt hier sagen, ein bisschen so das Apple unter den Elektrozahnbürsten. Mit ihrer Initiative Brush for Water könnt ihr beim Zähneputzen gleichzeitig etwas Gutes tun. Zum Beispiel wird mit jeder gekauften Zahnpasta 2 Tage Wasser für einen Menschen in Not gespendet. Das passiert gemeinsam mit Plan International. Sehr, sehr toll. Passt jetzt auch hier sehr, sehr gut rein. Warum Wasser so wichtig ist für die Menschen, das erklärt Neven Subotic gleich nochmal ausführlich. Meine Kolleginnen versuchen ja immer einen Code für euch zu bekommen und den gibt es auch hier mit dem Code MATZE10. Dabei die 10 als Zahl geschrieben, bekommt ihr unter dem Link in den Shownotes 10% Rabatt auf alle Starter-Kits des Münchner Unternehmens. So könnt ihr bis zu 10 Euro sparen. Ihr könnt eure Happy Brush natürlich 100 Tage Probe putzen und wenn ihr nicht zufrieden seid, gebt euer Geld einfach zurück. Der Code ist bis Anfang November 2021 gültig. Vielen herzlichen Dank an Happy Brush für den Support und nun zurück zu Neven Subotic. Was glaubst du, welche Fähigkeiten, jetzt mal abgesehen von den sportlichen, wichtig sind, um gerade im Bereich Fußball, so wie du es jetzt ja sehr erfolgreich machst, welche Fähigkeiten sind da wichtig? Kommt drauf an, auf welchem Niveau, aber ich glaube, auf dem höchsten Niveau musst du schon ein Typ sein, der glaubt, er ist der Beste. Wenn du nicht glaubst, dass du der Beste bist, dann wirst du dich ja wenig nach vorne pushen, weil du ja denkst, ja nee, ich mache ja schon das für mein Niveau, ich habe ja schon was erreicht. Und ich glaube, auch daher kommt bei sehr vielen dieser Hunger nach mehr, nicht unbedingt mehr Geld, das würde ich echt zur Seite schieben, sondern selbst die meisten sind ja schon seit Kind auf darauf getrimmt, so du bist der Beste, zeig, dass du der Beste bist. Und das bringt dich dann auch dazu, in den gleichen Zweikampf zu gehen wie ein anderer, doch mit einfach noch 10 Kilogramm mehr Wucht. Also du hast dann auch diese Einstellung von, ich muss es jetzt beweisen, ich muss es mir selbst beweisen in erster Linie. Vielleicht ziehen andere noch Kraft daraus, es anderen Leuten zu beweisen. Jedenfalls ist das sehr hilfreich. Ja? Disziplin gehört aber, ich glaube, zu jeder Profession einfach dazu. Du kannst zwar 3 Monate Gas geben, aber wenn du dann sagst, ja, nee, jetzt reicht's mir, ja, irgendwie die Resultate kommen nicht bei raus, die ich mir wünsche, gut, dann wirst du es sehr, sehr schwierig haben, denn wie im Leben kommt das manchmal zeitlich versetzt. Du arbeitest ein Jahr und dann kommt das erst 2 Jahre später, für was du das daran gearbeitet hast. Also das gehört dazu. Ein bisschen gekoppelt an beide Sachen ist auch so diesen Mut, Fehler zu machen. Wieder, der ist sehr universell. Doch du hast Leute, die machen Fehler, ey, und die ordnen das viel schlimmer ein als alle anderen Leute auf dem Platz. Ja, also stell dir vor, du spielst so Basketball. Wie du. Ha? Nein, ich ordne meine Leistung und versuche daraus zu lernen. Ja, aber ich sage da nicht, das ist eine Vollkatastrophe, weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern okay. Ich habe dann diesen Mut, auch tatsächlich zu sagen, okay, ich mache dann diesen Fehler oder dieser Fehler ist gemacht und jetzt versuche ich das auszubessern. Jetzt ziehe ich Kraft daraus. Ja, oder ein Lerneffekt daraus. Das Gefährliche ist, wenn du einen Fehler machst und das dazu führt, dass du denkst, oh Mann, bin ich schlecht. Oh Mann, jetzt haben die das gesehen. Ah, ich bin doch gar nicht so gut. Oh, was denken die jetzt von mir? Dann ziehst du dich ja jedes Mal runter. Ja, meine Reaktion wäre dann, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Dann denke ich mir, ey, wieso kommt dieser Fehler? Ich versuche davon zu lernen. Ist es was Strukturelles, was Fundamentales, was Systematisches? Ja, falls ja, wie kann ich diesen beheben? Ja, natürlich nicht bei, manchmal ist es einfach so, ja, ich habe daneben gegriffen, ja, dann ist das halt passiert und okay, eigentlich kann ich das besser, ja, also beim nächsten Mal muss ich dafür sorgen, dass ich das richtig mache. Ja. Und ich glaube auch dieser Feedback-Loop, also um dahin zu kommen, dass man macht einen Fehler, man lernt daraus und versucht beim nächsten Mal besser zu machen. Nicht, weil es automatisch dann besser wird, weil schön wäre es, wenn wir jeden Fehler nur einmal machen würden und alles, ne, dann wären wir alle perfekte Menschen schon längst. Aber diese Qualität zu haben, dass man eben Mut hat, ich mache einen Fehler und das ist für mich auch ein Lerneffekt. Wenn ich es als solchen wahrnehme, wenn ich das wahrnehme als ich habe keine Qualität oder ich scheitere, ich bin schlecht, dann ist das, glaube ich, die falsche Reaktion. Hast du es aber jemals gehabt, also so eine Phase, wo du eher diesen Weg gedacht hast, dass du eben, ich bin nicht so gut oder ich... Bestimmt. Also so,
bestimmt. Ja. Ich kann es jetzt leider nicht benennen, auf welche Phase das war. Aber klar, ich habe ja auch, ja, aber doch eher selten und wenn dann am Anfang meiner Karriere eher, bevor ich so dieses Mindset dann auch entwickelt habe, dass ich beeinflusst war von externen Faktoren. Ich weiß noch, früher habe ich zu Anfang meiner Zeit, habe ich dann in die Kicker geschaut und geguckt, ja, welche Note habe ich da bekommen und ist das im Einklang mit dem, was ich auch mir selbst geben würde oder ist es tatsächlich ein niedrigerer Wert? Und falls der niedriger war, ja, was soll ich denn sonst noch machen? Ich habe ja keine Fehler gemacht. Ja? Und dann setze ich mich mit der Benotung einer anderen Person auseinander. Und irgendwann habe ich gecheckt, ja, das ist ja total dumm. Ja? Also man kann es höchstens nutzen, vielleicht am Ende der Saison oder zwischendurch mal einen Schnitt gucken und sagen, ja, bin ich gerade auf diesem Level, auf dem ich denke, ich bin, anhand dieser einen externen Bewertung, die keine große Gewichtung haben sollte, ne, aber man kann ihn vielleicht nehmen. Oder halt nicht. Ne? Aber entscheidend für mich war tatsächlich, was ich von meinen Kollegen an Gefühl mitbekomme. Vor allem natürlich, was ist der Trainer? Was ist dem Trainer seine Meinung? Ne? Weil wenn der sagt, es ist spitze, ich bekomme auf der anderen Seite eine 6, weil ich einen Fehler gemacht habe, ja, dann kann ich das ein bisschen besser einordnen, ja? Wie schlecht oder nicht schlecht ich bin. Ich weiß, ich hatte auch eine Phase, da habe ich mal nicht gespielt unter Jürgen Klopp, obwohl ich gefühlt bis dahin fast alle Spiele gemacht habe. Und er kam zu mir und hat doch gesagt, hey, momentan, es läuft nicht, das ist völlig normal, es wird vielleicht eine Zeit lang nicht laufen, bleib dran, lern draus und dann wirst du auch wieder spielen. Und ich weiß, ich habe dann in diesem Moment, man hat ja immer so eine instinktive Reaktion, die so sehr animalistisch ist im Sinne von, ah, oh, ich bin wütend, jetzt spiele ich nicht, Mann, bin ich beleidigt und wie falsch ist der, jetzt, genau jetzt sollte der hinter mir stehen und so weiter. Ja, das ist nach einer Sekunde dann auch weg und den höheren Sinn hinter seiner Entscheidung und auch Aussage habe ich dann verstanden, weil ich gefühlt alles gegeben habe. Ich habe Mut gehabt, Fehler zu machen. Aber ich habe einfach eine Phase gehabt, wo es einfach nicht lief. Und das gehört manchmal auch dazu. Das war bestimmt auch nochmal danach in meiner Karriere. Aber damals war es prägend, weil es, glaube ich, das erste Mal über mehrere Wochen hinweg war. Und da war mir dieser Rat auch enorm hilfreich, das auf einer zeitlichen Achse zu verstehen. So passiert jedem, gibt auch natürlich die besten Stürmer der Welt, die mal 8 Spiele in Folge nicht treffen und dann auf einmal wieder losbomben, das ist auch einfach dann nicht überzubewerten. Aber im Allgemeinen, also ist das einfach der Lauf der Dinge, dass es mal gute und mal schlechte Zeiten gibt, egal wie hart man trainiert? Also ist das so ein bisschen so die, mal hat man gute Laune, mal hat man schlechte Laune, mal regnet es, mal scheint die Sonne? Ja. Also ich glaube, manchmal fragst du Scheißfragen, mal gut. Ja, ja. Nee, Spaß. Aber ja, ich glaube, das gehört einfach dazu. Also selbst die Besten werden solche Phasen haben. Bei manchen sind es Wochen, dann häufiger. Bei manchen sind es Monaten, dann weniger. Ja. Ich kenne keine Studie dazu. Deshalb kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen Daten kommen und das belegen. Aber gefühlt würde ich denken, dass also einerseits, wir sind ganz normale Menschen. Das heißt, wir machen genau die gleichen Fehler, machen genau das Gleiche durch, auch in einem Arbeitskontext, das manchmal nicht zu erklären ist, weil es eigentlich vielleicht, man ist gesund, man ist sogar glücklich, man ist gesund, man hat nichts geändert zu den vorherigen Wochen, aber auf einmal ist das Ergebnis ein komplett anderes. Wie ist das gewesen? Also ich meine, wir haben ja so ein bisschen die Geschichte sind wir ja durchgegangen auch, also diesen, man zieht um, man kann sich nicht viel leisten, es ist mit hohem Aufwand verbunden, dann auch der Vater sagt, wir ziehen jetzt nach Florida um, damit dieser eine Traum in Erfüllung gehen kann und dafür müssen wir viel aufbringen. Und wenn wir jetzt mal so einen ganz großen Schritt nach vorn machen, von Mainz, da hast du angefangen dann in Deutschland Fußball zu spielen und dann bist du wir haben gerade über ihn gesprochen, mit Jürgen Klopp dann auch nach Dortmund gewechselt und dann ist er dann irgendwie, also zumindest für mich von dem, was ich gelesen habe, ist das ja auch der wirklich der große Supermoment gewesen, ja, den Vertrag da zu unterschreiben. Nimm mich mal mit in dem Moment, wo du einen Vertrag unterschreibst, wo plötzlich eine Summe draufsteht, die ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, aber schätze mal irgendwo bei 1 Million, ist ja sowas da am Start. Und dann ist dann plötzlich dieser Junge, der im Vereinsheim sozusagen den ersten Schritt gemacht hat, oben auf dem Dach und plötzlich unterschreibt er 1 Million-Vertrag. Was passiert da im Kopf? Also bei so einem rationalen, klaren Typen, der du jetzt bist. Also ich habe den Anruf von meinem damaligen Berater bekommen, als ich in New York gelandet bin für einen Sommerurlaub. In New York gelandet, ja. Auf dem Weg zu meiner Familie,
bekomme Anruf, hey, Jürgen Klopp hat angerufen, die würden dich gerne haben bei Dortmund, bist dabei? Ich so, ja, klar, mach. Mal sehen, ich überlege nochmal. Ja, als ob ich da irgendwie Spielchen spiele. Nee, so, mach das Ding klar, fertig, aus. Ja, dann so meine Familie ist, ne, wie ich schon beschrieben, so, man stellt sich vor, die jubeln und rasten aus und kommen noch ein Bier und Champagner und Nee, man hat sich gefreut, das war auch schön und umarmt, es ist schön, ja, und okay, jetzt geht's weiter. So, das ist dann irgendwann reales Leben, weil ich glaube, ich das eher so wahrgenommen habe, ey, es ist wie im Film, also du arbeitest, also selbst der Weg, wie ich da hingekommen bin, ist auch nochmal eine Geschichte, die ich gerne erzählen kann. Auf jeden Fall von Tellerwäscher zu Millionär und noch nicht mal 20 und das in einem Traumberuf, ein Kontinent entfernt, war schon schwer begreifbar und ich sage auch ganz ehrlich, ey, die Summen, die spürst du gar nicht. Also es ist nicht real, wenn dir einer sagt, ey, du verdienst jetzt 1 Million im nächsten Jahr. Ja, das ist für einen 19-Jährigen, kannst du nur sagen, ja, okay, schön, wow. ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Ja, man weiß, das ist eine hohe Summe, aber man nimmt das nicht so wahr, oder zumindest ich nehme das nicht so wahr. Ja, dann war ich halt da in New York bei meiner Familie und ich hatte gar keine Orientation für was ich jetzt tun soll. Was machst du denn da, ja, wenn du auf einmal diesen Vertrag bekommst? Und da schäme ich mich bis heute drüber, aber es ist auch, glaube ich, gut, darüber zu sprechen und das Beispiel zu geben, wie es nicht geht. Ich war dann mit meiner Familie, waren wir in der Stadt, also meine Familie wohnt in Queens und Manhattan ist halt einfach ein paar Stationen weiter, waren unterwegs und ich habe meiner Schwester gesagt, ey komm, ich bekomme jetzt eine Bonuszahlung, die kommt nächsten Monat und ich habe ja schon die letzten 2 Jahre professionell in Mainz gespielt, hatte also Ersparnisse. Ich will irgendwas dir kaufen, das an diesen Moment erinnert. Also ja? Du wolltest für deine Schwester was kaufen? Genau, genau. Ich bin so gespannt. Keine Ahnung was, ich bin so der schlechteste Geschenkkäufer überhaupt. Nee, das stimmt gar nicht. Manchmal habe ich coole Geschenke, sagen wir es mal so. Jedenfalls, wir sind in Fifth Avenue, laufen, laufen, laufen. Da sind die teuren Läden, wo man selbst nur vorher wusste, ah, die gibt's, so diese Marken gibt's, aber niemals auf die Idee kommen würde, da was zu kaufen. So, ja. Bis zu dem Tag natürlich, ja, weil jetzt auf einmal muss man irgendwas Krasses machen. Und ich bin ja in Amerika auch groß geworden, eher so Hip-Hop-Vierteln, ja, und bin auch der Musik und der Kultur ein wenig gefolgt. Ich würde nicht sagen komplett, aber wenn schon eine Kultur mich geprägt hat zu dieser Zeit, was sicherlich diese. Naja, und ja, so wie man das dann macht, etwas sehr Plakatives kaufen und mir ist nichts Dümmeres eingefallen, als zu Louis Vuitton gehen und zu meiner Schwester sagen, hey, bitte wähl dir eine Tasche aus, ja. Und das ist auch meine Familie, sie sagt, nee, ich brauche keine Tasche, ey, wirklich nicht so. Ich will's auch nicht und ich brauch's auch nicht. Ich habe hier eine und ich habe auch eine zweite daheim, ich will's nicht. Ich sag, ey, bitte, bitte, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja. Nächstes Monat kommt das Ding, ich will irgendwie was, ich will dir doch einfach was kaufen. Also beides total einfach dumbfounded, niemand wollte in der Situation sein. Jetzt war man in der Situation und musste irgendwann zum Ergebnis kommen, dass dann hieß, sie hat die kleinste Tasche sich ausgewählt. Sie so, okay, dann diese, das, also wie so ein Portemonnaie. Und ich so, nein, das ist zu wenig. Ja, und dann habe ich ihr die da drauf geholt von der Größe her. Also ist schrecklich und dumm. Aber sie hat es noch immer. So, glaube ich, auch als Teil am Andenken dafür, dass das ja ein besonderer Moment war und scheinbar qualitativ hochwertig, so dass es auch was sind das? Noch 11 Jahre noch hält. Und du bist ja dann, also darüber hast du auch schon das eine oder andere Mal gesprochen, ich will es aber noch kurz anschneiden, weil es irgendwie ja dann auch zu der Stiftung führt. Also nach Louis Vuitton, für deine Schwester ging es ja noch ein bisschen weiter. Ich habe gelesen von einem Escalade Cadillac, den du dir gekauft hast, also deine Belohnung sozusagen, noch 3 weitere Autos. Also es gab irgendeine Zeit, wo du 4 Autos hattest, du hattest ein Haus und du bist sozusagen, du hast das Hip-Hop-Game und das Fußball, das Bild, dem hast du so entsprochen. Und irgendwann hast du festgestellt, das macht dich alles nicht glücklich und hast angefangen, das auch wieder zu verkaufen. Mhm. Nimm mich mal mit in den Moment, wo du zu deiner Schwester geworden bist und gesagt, ich brauch's nicht. Also es ist Quatsch. Ja, das Lustige ist, es war die ganze Zeit Quatsch. Und ja, das ich wusste es zum Teil, aber dann am Ende, so wie auch das Gesagte mit dem Vertrag, so du schaust auf eine Summe, die gibt's.
Also die ist dann auf deinem Konto drauf. Dann gibt es irgendwie so Schnapsideen, die dann halt realisiert werden, weil alles, was du tauschst, ist irgendeine Zahl dort für irgendeine Zahl, die minimal weniger ist, die kaum spürbar ist, ja, für etwas weniger. Und deshalb kommt das so unreal vor. Also es ist so ein bisschen wie ein Videospiel in echt haben. So du klickst bei Grand Theft Auto, kauft das und das oder bei irgendeinem Spiel, und dann ist das halt morgen da und dann hast du das. Denkst, das ist cool. Bis dann mit der Zeit du merkst, nee, du musst dich drum kümmern und eigentlich bringt es dir wenig. Und es ist cool in der Hinsicht, dass irgendwas, was du aus einer digitalen Welt dann in die reale Welt reingeholt hast, war auf einmal greifbar. Doch dann am Ende in der realen Welt, ja, macht es nicht so viel Spaß oder vor allem nicht auf Dauer und es nervt dann auch irgendwann. Es ist schwer für mich, das auf einen Punkt zu definieren, im Sinne von an dem Tag bin ich aufgewacht und dann war das so, sondern es war echt eher eine Entwicklung, die ich da wahrgenommen habe. Aber diese Entwicklung, Entschuldigung, kurz reinzugehen, diese Entwicklungen machen ja wirklich, deswegen wurde diese Geschichte auch das ein oder andere Mal schon erzählt, die machen ja die allerwenigsten Menschen. Also die Entwicklung ist ja genau das Gegenteil. Man hat plötzlich, man fängt an, sich eine gewisse Art von Luxus zu erlauben. Mhm. Und dann am Anfang war es, keine Ahnung, ich weiß es noch so, hier um die Ecke ist eine Pizzeria. Ja, da ist diese Pizzeria, wenn man nach Berlin kommt und nichts hat und so weiter, dann ist da irgendwann mal essen gehen. So ein Thema, ne? Man freut, oh, da will ich irgendwann mal essen gehen. Und dann ist es aber, irgendwann kann man sich das leisten und geht eigentlich im Grunde jeden Tag hin und vielleicht sogar zweimal, ja, weil man es sich irgendwie leisten kann. Und es wird immer mehr und dann reicht das auch nicht mehr, dann will man selber den Pizzaofen haben und so weiter und so fort. Also die meisten Menschen sind ja so, dass die dann nicht, die meisten Menschen kaufen sich dann halt noch ein Escalade. Ja, also ich würde vielleicht differenzieren zwischen einer ökonomischen oder materiellen Entwicklung und einer persönlichen Entwicklung. Ich glaube, es ist sehr schwierig, alle Entwicklungen gleichzeitig wahrzunehmen, sondern die sind ja auch zum Teil abhängig voneinander. Weil wenn du dich vollkaufst mit irgendwelchen materiellen Gütern, dann hast du ja noch nicht mal die Zeit oder das gedankliche Vermögen, mal selbst mit dir selbst auseinanderzusetzen. Da du ja voll distracted, du bist voll abgelehnt durch, ja, was soll ich dann als nächstes kaufen oder das Gekaufte dann auch tatsächlich zu nutzen, das ist enorm schwierig. Ich hatte ja auch, wie du schon sagtest, ich hatte ein Haus mit, ich glaube, 3000 Quadratmeter Grundstück. Ja, das Ganze muss dann geschnitten werden. Habe ich mal einen Gärtner geholt, da hat er es gemacht, also 700 Euro Rechnung geschickt. Und irgendwann mal habe ich diese Rechnung mal wahrgenommen und dachte, was, 700 Euro, um Gras zu schneiden? Nee, dann macht das nicht mehr. Teuer. Ja, es war dann ein Monat, ja, aber trotzdem, teuer. Und jedenfalls, immer habe ich dann begonnen, selbst was zu machen. Ich so, ja, nee, dann hocke ich mich am Sonntag hin, hatte auch ein Rasenmäher, kam mit dem Haus, habe das dann eben selbst gemacht, war auch irgendwie ganz lustig. Hatte zwar keine Ahnung von irgendwas, was ich da tue, aber habe es mir dann angelernt. Und haben wir sogar selbst einen Teich gemacht, weil der, den wir hatten, hat gestunken, weil der ganze Laub drumherum ist im Herbst dann da reingegangen und wurde dann verschleimt, so weiter. Das haben wir dann einmal komplett sauber gemacht, mein bester Freund und ich, der dann auch einfach eine Zeit lang bei mir gelebt hat, weil, hey, why not? Ich hab Platz. Und ja, dann haben wir den selbst gemacht. Dann hat das irgendwann mal gezeigt, so, ey, du hast so viele Sachen, das ist einfach ein Aufwand für gar keinen Nutzen, weil ich nutze den Garten nicht. Ich bin gar kein Outdoor-Mensch. Gib mir einfach, jetzt auch heute oder selbst damals, so, gib mir einfach meinen Computer und mach das Licht aus und Jalousien runter, so, okay, top, jetzt bin ich in meinem Setting drin, wo ich mich wohlfühle. Und es war ein sehr langer Weg, dahin zu kommen und zu verstehen, was mir wichtig ist und was mir auch tatsächlich unwichtig ist. Und zudem habe ich auch irgendwann mal angefangen, auch zu verstehen, was für ein kleiner Mensch ich doch bin. Ne? Also diese ganzen Psychologie-Bücher oder von Malcolm Gladwell, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, so ein amerikanischer Journalist, herausragender Typ mit einem herausragenden Podcast, den ich auch empfehlen kann. Welches Buch war es für dich von ihm? Nicht ein Buch, ich habe die alle einmal durch, aber so einfach diese Einstellung von Sachen neu sehen, also Sachen, die im Alltag passieren, die man auf psychologischer oder soziologischer Ebene bewerten kann, die einen deutlich machen, ja, ich agiere einfach in einem System Gesellschaft,
Ja, und ich nehme Sachen scheinbar auf eine Dimension wahr, aber nicht auf eine zweite und eine dritte, obwohl vielleicht eine gesamtheitliche Bewertung für mich wichtig ist, um etwas zu verstehen, um mich auch zu verstehen. Ja, es war schon interessant zu sehen, wie dumm ich bin zu dem Zeitpunkt oder wie einfach ich gesehen habe. Aber ganz kurz, ich gehe da nochmal rein, weil das ist ja etwas, also dass da ein Anfang 20-jähriger junger Fußballstar in seiner Freizeit Malcolm Gladwell liest, das ist schon ungewöhnlich. Das siehst du auch, oder? Also das Bild, was ich von Fußballern habe, und deswegen korrigiere das super gern, also weil du kennst deine Kollegen auf jeden Fall, ich nicht, ist ja eher das Gefühl von am Wochenende in Discos, Champagner, FIFA zocken, Handy gucken, geile Klamotten, neues Auto, neues Auto, neues Auto. Und also allein, und das, ich meine, mach das jetzt mal sehr klischeehaft, ja, allein lesen. Ja, so ja. Sozusagen würde ich jetzt, also garantiert, ja, also es ist auch wirklich übertrieben gerade, aber, und ich meine das auch gar nicht so sehr auf Malcolm Gladwell, aber dieses Thema, dass es eben nicht, keine Ahnung, Dan Brown ist, was man sich dann gibt, sondern irgendwie, ja, soziologische Themen einfach und psychologische Vermengungen und so weiter. Also deswegen, das finde ich ungewöhnlich und ich frage mich natürlich, wie das dann auch zusammenging, dass dann plötzlich so ein Typ ist wie du, der sitzt damit in der Kabine, die reden von FIFA zocken und du hast den Tipping Point von Malcolm Gladwell dabei und die reden von Autos und du sagst, ich habe das Auto verkauft. Also wie das auch zusammengeht, ja, das sind so zwei verschiedene Ebenen. Ja. Also ich, einerseits, es gibt auch diese stereotypischen Fußballer, ist aber echt die Minderheit. Deshalb ist es für mich auch immer wichtig, das zu korrigieren, weil ich glaube, es spiegelt im weiteren Sinne unsere Gesellschaft ab. Wie viele 25-Jährige oder 20-Jährige, die sind ja auch zum Teil noch jünger als 20, die Fußballer, wie viele setzen sich mit Literatur auseinander? Ja? Ja. Ja, das spiegelt sich dann auch in der Fußballlandschaft weiter, weil es auch ganz normale Menschen, die einfach eine Sache super können. Ja, das ist Ball hinterherlaufen und den auch ganz gut kicken. Ein guter Punkt auf jeden Fall. Und dann dieser Punkt der also persönlichen Entwicklung, war auch etwas, was Zeit gedauert hat. Ne? War jetzt nicht von heute auf morgen und auch nicht von dieses Jahr aufs nächste Jahr, sondern ich merke ja, das ist jetzt nicht cool oder nicht richtig. Ja? Vielleicht bessere Begriffe zu verwenden in diesem Kontext. Man spürt etwas jetzt nicht richtig. Ja? Vor allem dann, wenn man es schon gefühlt x-mal gemacht hat oder ausprobiert hat, noch immer nicht denkst, ja, das ist so richtig. Ja? Zudem war fast alles, also viele Autogeschichten oder das mit dem Haus, war ja dann auch finanziell nicht so gut geregelt, sagen wir es mal so, dass dann später herausgestellt hat, der Preis war eigentlich ein anderer. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht das und ich hatte Leute um mich herum, die einfach genickt haben, ja, das passt, kann ich vertrauen. Ja? Und dann hast du am Ende halt Probleme. Ja, die ich dann lösen muss, weil sich jede Beziehung oder fast jede Beziehung um Geld dreht. Wie nervig. Es sollte ja eigentlich nicht darum gehen, sondern genau nicht darum, weil das ja eigentlich nicht das Problem ist von mir, aber auf einmal ist es das Problem und das ist, glaube ich, auch bei sehr vielen so. Weil dann bist du gezwungen, dem Ganzen hinterherzulaufen, dann musst du auch Klagen errichten, dann musst du Sachen einklagen oder wirst angeklagt, dann musst du das klären. Ja, es ist dann einfach sehr viel Zeit und Kraft und Gedanken für nichts. Also für wirklich sehr wenig bis gar nichts, was dir irgendwie einen Wert gibt. Und in Dortmund war ich auch engagiert im sozialen Bereich. Bevor ich überhaupt das Haus hatte, war ich schon bei Kinderlachen damals, eine kleine lokale Organisation, die alles gemacht haben von Besuchen bei Krankenhaus, beziehungsweise haben sie vor allem dann auch materielle Güter gespendet. Es kann Spielzeug sein, können auch Betten sein für Kinder in der Nordstadt von Dortmund, die dann sonst auf der Couch oder auf dem Boden schlafen würden. Also auch coole Projekte. Auch das war sicherlich wertvoll für mich, einfach mal zu haben. Ich habe danach gefragt, als ich nach Dortmund gekommen bin, hey, eine Kollegin von mir, kennst du da jemanden, der mir das ermöglichen könnte, mich irgendwie zu engagieren? So kam dann ein Kontakt zustande und der hielt auch. Aber mit der Zeit kam dann auch da sehr viel Selbstkritik auf mich selbst auf, denn
ich habe ja meine Perspektive irgendwann mal erweitert. Da wurde deutlich, wow, ich weiß zwar, in Bosnien ist halt ein Kriegsland. Ich weiß, es gibt noch andere Länder außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Dortmund, die nicht die Möglichkeiten hat, also rein finanziell und strukturell, infrastrukturell vor allem, wie jetzt andere Länder. Und die sind mir aber scheinbar alle egal, weil ich sage ja mit meiner Handlung, nee, das hier ist das Einzige, was mir wichtig ist. Und das war ein implizierter Fakt meiner Handlung, den ich gar nicht wahrgenommen hatte. Doch der wurde für mich deutlich, weil ich auch die Freundschaften, die ich hatte, zu Menschen waren, die mich auch dazu gebracht haben, ein bisschen out of the box zu denken. Also ein bisschen mal kritisch zu denken, ein bisschen selbstkritisch zu denken, generell gesellschaftskritisch halt auch. Das hat mir dann auch geholfen, nicht alles zu sehen, als wäre es super, nur weil ein paar andere Leute sagen, hey, spitze. Ja, und da ist vielleicht so das Klischee, nicht um den BVB auf die Füße zu stapfen, aber sie verstehen natürlich, wo ich herkomme und auch, was meine Ziele und Erwartungen sind. Wir sind einmal im Jahr zum Dezember, also rund um Weihnachten, ins Kinderkrankenhaus nach Dortmund gefahren, als Mannschaft. Wir fahren mit dem Bus dorthin, steigen aus, da ist dann, jeder Spieler bekommt dann 5 Tüten, wo drin ein Schal ist, ein Stift, ein Notizblock, alles im BVB-Merchandise, also quasi Werbeartikel. Und wir sind dann in Gruppen aufgeteilt worden, alles ziemlich schnell. Hey, ich habe noch eine kurze Rede vom Oberarzt, vielen Dank, dass ihr da seid. Die Kinder freuen sich, jetzt auch mal auf andere Gedanken zu kommen, auf positive Gedanken und auch Geschenke zu bekommen. Von daher geht mal durch. Und dann sind wir halt durchgegangen durch das Kinderkrankenhaus, haben diese Werbeartikel geschenkt im Wert von, sagen wir mal, 20 Euro. Ja? Mhm. Und das wurde medial begleitet und war dann natürlich der Knaller. Wie schön, dass sich solche Sportler so engagieren. Und das ist natürlich von meiner Betonung auch an Ironie nicht zu überbewerten, weil ich habe das bis dahin nicht wirklich evaluated, erfasst, bewertet, ja, sondern es war so, ja, okay, wir machen das, ist ja auch cool, weil die Kinder, die da sind, wenn sie sich freuen über das Geschenk, ist es auch irgendwie schön, man nimmt ja auch daraus vor allem die Bestätigung, dass das eine gute Sache ist, aber dann von einer anderen Perspektive her, ey, da sind Leute aus einem Verein, die gehen einmal im Jahr zu einem Krankenhaus, nehmen das als Pressetermin wahr, verschenken Artikel, die zwar schön sind, aber inwieweit die mit der Krankheit oder der Operation dann helfen, auch finanziell für die Familie. So, das sind halt Fragen, die gar nicht gestellt werden. Und da waren sicherlich eben auch private Freunde diejenigen, die diese Sicht hatten und die sie mir auch gespiegelt haben und mich auch dazu bewegt haben, mal zu überlegen, ob das richtig ist oder falsch. Ja, zudem auch, glaube ich, in mich so eine Lehre war, dass ich eben auch solche Freunde unbedingt haben wollte, die mir nicht sagen, wie toll ich bin, weil das hatte ich schon in den Jahren zuvor, diese ganzen Partykollegen, ja. Für mich wurde deutlich immer mehr und mehr, boah, das ist nichts. Nicht nur, dass es nichts ist, sondern das ist ja schon für mich wie ein Scam. Man macht so wenig und es kommt so viel gefühlt zurück an Bestätigung, dass ich mir ja dumm vorkomme als Spieler, der dann Teil dessen ist. Um da nochmal meinen ehemaligen Arbeitgeber ein bisschen in Schuss zu nehmen, ist gut, dass sie überhaupt was machen. Ja, und die haben ja auch noch eine Stiftung, wo sie X und Y vor allem dann auch Rassismus in der Fußballszene bekämpfen, was ja auch alles wunderbar ist. Ich rede hier wirklich aus meiner Sicht als Spieler, der das auch dann selbstkritisch für sich wahrgenommen hat. Ne? Und das heißt, für mich dann auch zum Entschluss gekommen ist, es fühlt sich so falsch an. Ich habe gerade so ein bisschen was gelernt, was ich bis jetzt noch nicht wusste oder auch so von dir aus. Also ich habe bis gerade eben gedacht eigentlich so, dass ganz viel von dir selber auskommt, also so aus deinem eigenen Blick, aus deiner eigenen Analyse. Wir haben ja darüber auch schon viel gesprochen, aber ich hätte auch gerade nochmal gelernt, nee, es ist auch ganz wichtig für dich gewesen, dass du dich mit den richtigen Leuten umgibst und dass du dir explizit auch die gesucht hast, die dir eben nicht sagen, Mensch, du bist aber wirklich ein Dollar-Typ so, sondern eigentlich dir vor allen Dingen nochmal einen komplett anderen Blick gegeben haben, auch auf andere Welten. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ich glaube auch, dass vor allem, ich würde mir das nicht selbst zumuten und sagen, hey, ich habe das irgendwie selbst, dieses Rätsel gelöst, sondern mich wirklich seitdem auch mit den richtigen Leuten
angefreundet. Ja, eine davon ist meine Freundin, die mich auch wirklich intellektuell herausfordert und auch damals schon dazu gebracht hat, mal anders zu denken, weil zu diesem Zeitpunkt, so Stiften 21, 21, waren ja auch andere Leute in meinem Alter im Studium. Ne? Und die einen haben vielleicht Philosophie studiert oder Politik oder Sprachwissenschaften oder Geschichte. Und ich habe das dann ja ein bisschen dann auch wahrnehmen können. Ja, ja, so klar. Ich bekomme das ja dann auch mit und ich finde Intelligenz geil, ja, oder wenn Leute für etwas brennen und das dann auch mit voller Überzeugung dir teilen möchten, weil sie ein Gefühl haben, das bringt auch dir was. Ich mag das sehr, ne? Ich kann mich mit Leuten, also keine Ahnung, wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, ich erkläre dir mal, wie man Glas macht, dann sage ich, fantastisch, ich bin ohnehin ultra neugierig, erzähl mir das bitte in 5 Stunden Detail, weil ich würde es sehr gerne verstehen, weil ich sehe ja Glas überall. Was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Stärken und Dichten und bla bla bla. Ja, auch zum Teil die Menschen um mich herum, so die waren dann so politisch, gesellschaftlich eingestellt, dass sie das reflektiert haben, was sie gelernt haben, was sie selbst auch dachten, was die auch vielleicht von den eigenen Eltern entnommen haben, die ich ja zu dem Zeitpunkt schon 4 Jahre lang einmal im Jahr gesehen habe. Ne? Und entsprechend dieser Nährboden, in dem ich dann gewachsen bin, der wurde befruchtet von diversen Quellen, auch wahrscheinlich von Malcolm Gladwell, der dann einfach mir was erklärt, was in der Gesellschaft passiert, auf eine sehr interessante Art und Weise, aber komplett anders, als ich bisher gedacht habe. Und das ist vielleicht so einer der interessanten Punkte bei der Art, wie er schreibt. Ich weiß, es ist Journalismus, muss ja zusammengefasst werden. Das ist nicht die absolute Wahrheit aller Dinge, ja, aber es ist zumindest ein erneuter Beweis. Man muss die Sachen nochmal neu untersuchen und vielleicht nochmal anders bewerten als on face value, also nur so, wie ich sehe, sondern auch mit den ganzen verschiedenen Geschichten und Perspektiven, die da wichtig sind. Und am Ende kann es sein, dass eine Situation oder ein Problem 5 richtige Perspektiven hat. Und alle davon eben nicht falsch sind. Das ist das Interessante, wo ich auch heute einfach durchs Leben gehe mit dem Wissen, ja, ich kann denken, das ist richtig. Ich kann sogar wissen, dass das richtig ist, was ich hier behaupte. Und ich weiß auch, es kann jemand genau das Gegenteil denken und er kann auch recht haben. Ja, und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, vor allem heute und vor allem wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren, wo ja alle das Recht für sich beanspruchen. Es gibt ja diesen Ausspruch, der andere könnte recht haben. Von einem Philosophen, ich habe den Namen gerade nicht mehr parat, aber das fand ich ganz gut. Und für mich anekdotisch auch Malcolm Gladwell, für mich auch am Anfang 20 auch genau wahrscheinlich die gleiche Tür geöffnet hat, nämlich, ach so, man kann das auch völlig anders sehen. Also für mich war Tipping Point ein ganz wichtiges Buch, analytisch an Dinge ranzugehen und nach den kleinen Punkten zu suchen und so weiter. Also das, da haben wir die ähnliche Entwicklung durch. Ich finde auch seine Art cool, wenn ich das sagen darf, weißt du? So, er ist einer, der, ich empfehle jeden, den mal zu googeln, weil einerseits seine Bücher Voll. Sind alle New York Bestseller, sind alle, also machen Spaß zu lesen. Mittlerweile macht er auch Podcasts. Ein Podcast. Ja, Revisionist History. Genau, auch herausragend, vor allem erste und zweite Saison. Er ist auch ein Nerd. Ja, du siehst den und denkst dir, okay, der versucht da jetzt echt nicht cool zu sein, sondern der ist so quirky und lustig und erzählt sehr eloquent, sehr interessant, hat aber dann seine Turnschuhe mit seinen gefaltenen Jeans da an und Haare sind durcheinander. Und er ist er, also auch so rein, wie er das Leben lebt, finde ich. Schön, bewundernswert und authentisch. Ja, und ich glaube auch, das ist etwas, was ich daraus entnommen habe, weil ich ja dann auch ein persönlicher Fan von ihm wurde. Nicht nur von dem, was er tut, sondern auch, wie er das tut. Wie ist das aber dann in dieser Welt? Also du hast ja dann quasi 2 Welten gehabt. Die eine Welt ist diese Fußballwelt, dann die Kabine und das Luxusleben, was man da so was man so meint, was es sein könnte. Und dann mit Shari und den anderen, Malcolm Gladwell und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich verschiedene Welten. Ich fand's, ich habe es dir erst schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich es sehr lustig fand, dass Shari in einem Interview gesagt hat, Chad, jetzt kriegst du mir zusammen. Du bist doch nicht so blöd, wie ich dachte. Ja. Du bist doch nicht so dumm, wie ich dachte, ja. So,
Und das mochte ich sehr, dass sie das so gesagt hat. Aber wie hast du das vor allen Dingen in der Kabine so hingekriegt, auch mit den Kollegen, dass das eben nicht so moralisch wirkt und dass dann nicht, also das geht ja auch trotzdem um Zusammenhalt und wir sind alle zusammen und dass es eben nicht so wirkt, wie derjenige, der dann immer sozusagen, während alle anderen irgendwie saufen oder irgendwas und bist du derjenige, der so die Brille hochzieht und so Malcolm Gladwell Buch aufschlagt und sagt, so, ja. Oh Gott, seid ihr und so weiter. Ne? Also, dass es da keine Trennung gibt, sondern eben, dass es nicht wie der moralische Professor wirkt. Beim Feiern war ich dann immer noch dabei, beziehungsweise selbst als die anderen aufgehört haben, war ich dann immer noch dabei, weil ich hatte diese Freiheit als Kind nicht und das hat für mich einfach immer Spaß gemacht. Also hart feiern und hart lesen. Genau. Alles war hart, alles war 100% und beim Feiern war auch klar, wir gehen erst dann, wenn alle anderen schon gegangen sind. Einfach aus Prinzip. Mhm. Macht gar keinen Sinn, ich weiß, ja, aber aus Prinzip. Du bist ein Prinzipientyp, hast du schon gesagt, ja. Ja, und dann, was auch so in der Kabine, Stiftungsgründung und so weiter, es wurde von den anderen angenommen, so okay, der macht das und manche hatten auch Interesse, da ein bisschen mehr dran zu erfahren. Es ist aber in so einer Kabinenatmosphäre, wo Rough Riders Anthem von DMX, Rest in Peace, dann gespielt und da noch über dieser Fußballer, der gerade von dahin gewechselt ist, gesprochen wird oder da über dieses neue Restaurant in Dortmund und so weiter. Da dann einen Gesprächsraum zu finden, ist schwierig. Also ich habe dann auch gelernt, sozusagen, hey, weißt du was, wenn es dich wirklich interessiert, sehr gerne, lass uns doch dann und dann sprechen. Also vielleicht so nach dem Training und dann mal da hinsetzen oder mal das, weil auf 3 Sekunden oder 1 Minute ist es sehr schwer runterzubrechen, was ein globales Problem ist und wie das konkret bei Wasserarmut aussieht. Ja. Ja. Aber da war schon auch Interesse, was ja auch schön war. Und ich habe auch niemals versucht, da jemanden dazu zu bringen, so hey, du solltest das machen, weil denk doch nur daran, wer du bist, wenn du das nicht machst. Also das war schon von Kern auf meine Haltung, ist es auch weiterhin. Also wir als Stiftung und ich auch selbst versuche jetzt nicht Leute zu konvertieren, die gar keinen Bock dazu haben. Das ist meine Zeit nicht wert. Sondern es gibt viel mehr Menschen, die wirklich auch ein offenes Ohr haben, vielleicht irgendwelche Sorgen oder Fragen haben, die geklärt werden müssen. Ja gut, dann sehr, sehr gerne, weil wir haben ja schon eine Grundvoraussetzung, die da ist, wir möchten einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten. Ja? Gut, dann fokussiere ich mich auf die Person. Und das dann auch nicht mit einem gehobenen Finger, weil zum Glück dann auch Shari da ist und auch weiß, die richtigen Töne zu finden und auch die richtige Herangehensweise. Ich glaube auch, dass ich das schon seit Anfang an getan habe, weil ich nicht denke, dass Leute böse sind. Sondern in meinem Leben habe ich es einfach auch immer wieder gesehen, wie bei Frau Stumpf oder Familie Egle oder die ganzen anderen Menschen, die wir dann auch näher kennenlernen durften, dass die Leute einfach von Grund auf eigentlich nett, lieb, freundlich sind und auch wirklich einen Beitrag dazu leisten möchten. Aber da gibt es irgendwelche Fragen oder Sorgen oder Erfahrungen, die noch aufgeklärt werden müssen. Mit dieser Einstellung gehe ich dann auch in jedes Gespräch rein. Ich muss dann niemanden belehren, weil ich selbst hasse das, ja, wenn da jemand kommt, der denkt, der hätte jetzt einen Kreis neu erfunden, so, ich weiß auch, ich sollte mehr Gemüse essen und schlag mich tot, aber rede mit mir doch mal über das, was ich denke oder über die Fragen, die ich habe, über die Sorgen, die ich habe, ja, weil es ja offensichtlich auch etwas ist, womit du dich näher damit auseinandersetzen kannst. Ja, und deshalb, glaube ich, macht es auch Spaß, oder ist nicht angreiflich, mit mir zu sprechen. Ich habe auch mit Shari heute darüber gesprochen und sie meinte halt, das habe ich auch von dir abgeschaut, dass so wie du bist, also wie ich rede, aber auch wie ich bin, sehr unangreifbar ist. Ja, also ich bin, glaube ich, auch deshalb, weil ich sehr strikt erzogen wurde, versuche ich genau das Gegenteil davon zu sein, dass ich selbst viel Raum lasse für Leute, sich einerseits zu so zu verhalten, wie sie das möchten, ohne dass ich jetzt in ihren Raum reintrete und ihnen sage, wie sie ihr Leben zu leben haben. Weil ich ihr selbst so aufgewachsen bin, dass es nervig ist, ja, vor allem für Erwachsene dann das zu bekommen. Ich habe ja auch, ich bin ja auch im Angestelltenverhältnis, Fußballgeschäft. Ich merke es ja auch manchmal, wenn Leute einen bestimmten Ton auswählen, und ich sehe ja dann meine Kollegen, wie die reagieren. Ich weiß ja dann, wie nervig das Ganze ist, wenn sie mit dir sprechen, als wärst du 5 Jahre alt. Mhm. Einerseits, es
bringt nichts, außer dass der eine sich super schlau fühlt. Aber mein Ziel im Leben ist es nicht, mich schlau zu fühlen, sondern ist es, etwas zu bewirken. Und selbst wenn ich mich dumm stellen würde, damit diese Wirkung erzielt werden muss, ja, dann würde ich mich dumm stellen. Weil es um die Wirkung an sich geht, nicht wie ich dastehe. Das ist sehr, sehr schön. Du hast ja die Stiftung gegründet mit 23, warst du? 15. November 2012. Ja, und ich hatte im Dezember dann 23. Ja, also du 22, 23. Du hast dich auch damit beschäftigt, du hast geguckt, was machen andere Stiftungen, was ich gelesen habe. Warum wolltest du deine eigene Stiftung gründen und hast dich nicht bei Viva Con Aqua, ich weiß gar nicht, ob es die, doch, die gab es damals auch schon, mit engagiert? Warum hast du das dann, warum war es dir wichtig, deine eigene Stiftung zu haben? Die Unzufriedenheit, über die ich gesprochen habe, die ja schon davor sich ein bisschen bei mir etabliert hat, in der ich alle ausschließe, außer die Leute in Dortmund und die paar Anfragen, die ich anbekomme, zurück. Ja. Und diese paar Aktivitäten, die ich da tun sollte und nicht mehr, ja, war das einfach auf Dauer für mich unzufriedenstellend. Dazu gab es noch, ja, lustigerweise dann so diese Gala, die ist dann einmal im Jahr, war ich dann auch selbst da. Super Party an sich, aber dann auch komisches Gefühl. Also jeder, der mal bei einer Gala war, mit rotem Teppich, berühmten Personen, Karten, die, keine Ahnung, ordentlich viel kosten, aber der, also ist ja dann für einen gemeinnützigen Zweck, deshalb kann man das tun. Das hat eine besondere Atmosphäre. Ja, und in meinem Fall war das ja so, ich hatte ja Freunde, meine privaten Freunde, die hatten nicht das Einkommen, um dann an so einer Veranstaltung überhaupt mal teilzunehmen, sondern ganz Normalverdiener, ja, oder halt Studenten, Studentinnen, wie auch immer, so, da war das niemals, die kamen nicht aus diesem Milieu, ne, das war schon elitär und auch prominent. Und da ging es ja dann auch um die gute Sache. Was schön ist, dass man dafür Geld sammelt, aber es geht auch zum Teil völlig unter, weil so ein bisschen Selbstbeweihräucherung einfach dazu gehört. Ja, ist dann Teil des Fundraisings. Es ist ein bisschen schwer zu fressen, ja. Ja. Also sich selbst auch darin zu sehen, ja, das ist der richtige Weg, den möchte ich auch die nächsten 10 Jahre gehen. Ja. Naja, und das wusste auch ein Familienbekannter von uns, der Dr. Alex Milicevic, ich nenne ihn einfach mal Alex, dem ich einerseits auch meine Finanzen anvertraut habe, da er darüber auch promoviert hat und auch eben eine Vertrauensperson von mir war. Und das ist, sagt schon enorm viel, weil ich vertraue sehr wenigen Menschen. Wie gesagt, das mit den Autos und mit den Häusern oder mit dem Haus hat halt enorm viel Geld gekostet. Da ist ja auch immer eine Art Vertrauen, selbst wenn man einen Vertrag abschließt, die dann gebrochen wurden. Und dann stehe ich ja da und muss die Leute anklagen und diesen ganzen Prozess durchmachen. Naja, auf jeden Fall, ihm habe ich vertraut, vertraue ich auch heutzutage. Er sitzt im Vorstand mit mir auch gemeinsam. Und er hatte auch selbst eine Stiftung schon vorher gegründet und weiß auch die ganzen rechtlichen Aspekte darum herum. Und er hat mir gesagt, hey Nevin, was für dich sein könnte, ist mal eine Stiftung zu gründen. Ja, da kannst du dann Geld einlegen und das Geld wird dann für gute Zwecke genutzt. Dann hast du halt, Geld ist weg, ja, aber du weißt, du bewirkst etwas damit. Und ich habe dem Braten nicht getraut, auf Deutsch gesagt, und habe dem gesagt, nee. Warum nicht? Das war noch am Anfang unserer Beziehung. Also ich kannte ihn schon aus der Kindheit, ja, und aus meiner Jugend, aber jetzt war es so das erste Mal so sehr konkret und so sehr, dass ich es halt nicht verstehen konnte. Und ich habe ihm gesagt, nee, Stiftung, das klingt für mich dubios. Also wenn ich diesen Begriff höre, denke ich leider an nichts Gutes. Ja, und man muss auch sagen, ich habe diesen Begriff Stiftung, glaube ich, im deutschen Kontext kaum gehört, sondern eher im amerikanischen, als ich dann dort eben, bis ich 17 war, gelebt habe. Aber jedenfalls war der sehr schlecht konnotiert. Daraufhin musste ich ja, habe ich Nein gesagt, aber ich habe dann auch meine Hausaufgaben gemacht und Recherche, also eigene Recherche dazu gemacht. Ja, also der sagt, das ist gut. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Moment, aber ganz kurz. Aber was ist, also das ist auch wieder ein interessanter Punkt, finde ich, weil das so normalerweise, ja, also jemand sagt dir was und sagt, du solltest dein Geld auf jeden Fall investieren in eine Immobilie. Das sagt dir jemand. Ja, okay. Und dann sagst du, nee, alles, was ich darüber gehört habe, ist irgendwie nicht so, finde ich, fühlt sich für mich nicht gut an. Dann gehst du nach Hause und dann sagst du aber, als Nevin, sagst du, und jetzt lese ich erstmal was drüber.
Das machen ja wirklich die allerwenigsten, also die meisten haben ja eine Meinung aufgrund von der Erfahrung, aber du gehst dann rein und sagst, das überprüfe ich jetzt aber nochmal. Ja. Lustigerweise, ich habe jetzt mal meine Amazon-Einkaufsliste von 2012 gesehen, ja, und da sind Bücher zum Teil auch Real Estate Development und Immobilien, Kauf, Verkauf und Management. Also dieser Fall ist auch eingetroffen. Ja. Ich habe Bücher geholt und ich weiß noch, ich war bei irgendeiner anderen, bei Wohngebäude, habe mir das angeschaut, habe mir noch nicht getraut und habe dann Nein gesagt. Aber auch da, bei dem Fall war es so, ihm habe ich vertraut. Ding, was du dann machst. Ihm habe ich vertraut und ich weiß, es war ja so mit so einer der ersten Züge, die wir gemeinsam hatten, so in diesem Financial Management Kontext, ja. Und es klang ja gut und ich habe aber erstmal Nein gesagt, weil ich will dann so Tempo rausnehmen, ja. Weil dann in dem Fall, ich war ehrlich zu ihm, ich schulde ihm nichts, weil ich habe ihm ja schon gesagt, nein, Punkt. Dann habe ich ja alle Zeit der Welt, um mich selbst damit auseinanderzusetzen. Und klar, wenn ich gar kein Interesse daran habe, setze mich nicht damit auseinander, dann ist einfach ein Nein, Punkt und Ausrufezeichen. Und in dem Fall war es dann so, ich habe mich auseinandergesetzt damit und verstanden, ach so, ja, es gibt also private, so Familienstiftungen, ja, wo irgendein reicher Ölmilliardär steckt da seine Milliarden rein, damit die Enkels, Enkel, Enkelkinder noch immer Milliardäre sind. Aber es gibt auch gemeinnützige Stiftungen, die dann nochmal ganz andere rechtliche Anforderungen haben, ja, die dann auch zum Teil etwas anderes funktionieren und auch flexibel agieren. Also du kannst das ja selbst bestimmen. Das geht dann nicht zu deiner Familie und deinen Kindern, die dann stinkreich werden, sondern du kannst dann einen Zweck festlegen, der über deinen Tod hinaus dann gilt für diese Stiftung und das Vermögen, das du da reinpackst. Und das fand ich dann so ja, ganz interessant. Also das hat er mir auch versucht zu erklären. Ich habe es wahrscheinlich auch im ersten Gespräch nicht komplett verstanden, weil wenn mir jemand was anbietet, dann sage ich prinzipiell erstmal nein. Ja. Und in dem Fall war es so, dann habe ich mich bei ihm gemeldet und gesagt, so, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt, das scheint schon was zu sein, dass so diese Lücke, die ich in mir spüre, füllen könnte, weil ja mit dem Stiftungszweck klar dargestellt ist, worum es gehen soll, was der Zweck der Stiftung ist, welchen er erfüllen soll. Und dieser kann auch dann in diesem gemeinnützigen Rahmen sein Zuhause finden, so dass man nicht mehr da rauskommt, sondern es wirklich darauf angelegt ist, der Gesellschaft zu dienen. Und meinte, ja klar, ist auch das, was die gesagt hat. Ja, super. Aber jetzt habe ich es nochmal aus 5 anderen Quellen bestätigen lassen. Ja, und dann sind wir auch langsam nach vorne gegangen, weil viele Schritte bei mir, vor allem wenn sie andere Leute betreffen, bin ich sehr vorsichtig. Wenn ich selbst etwas entscheide, wie gesagt, ich habe kein Problem, auf die Fresse zu fliegen und dann geht's auf meine Kosten und dann stehe ich wieder auf und weiter geht's. Aber eine Stiftung, da war mir schon damals bewusst, dass das eine ganz hohe Verantwortung ist und deshalb bin ich dann auch sehr skeptisch vorangegangen. Ja, ich habe auch gefragt, aber was, wenn das nicht läuft? Also was, wenn einfach die Leute sagen, das bringt nichts? Ja? Und das Stiftungskapital, was da investiere, vielleicht hat das gar keine Wirkung, vielleicht soll ich einfach nur spenden bei einer anderen Organisation, dann ist das besser. So weiter. So, ja, kannst alles machen und ich nehme dich auf den Weg und wenn du Fragen hast, dann gar kein Problem, nimm dir einfach Zeit, habe ich dann auch getan und in der Zeit mich dann thematisch auseinandergesetzt mit weißem Blatt Papier, das mir da quasi dargelegt wurde und diesem Erlaubnis von Alex, so, hey, du kannst jetzt selbst die Zukunft dieser Stiftung bestimmen. Und ich hatte noch niemals die Opportunity, die Möglichkeit, etwas zu definieren. Jedenfalls, ich hatte dann ein weißes Blatt vor mir mit Stiftung, quasi Fragezeichen. Und jetzt kann ich da das einfüllen, was ich möchte. Was ich denke, das Wichtigste ist, diese Stiftung erfüllen sollte in meiner Lebenszeit und darüber hinaus. Und das war interessant, weil auf einmal ist das Ausmaß und der Kontext ist unendlich. Aber war das interessant für dich, weil du zum ersten Mal in deinem Leben auch, also ne, du ich merke das auch gerade so, wie du darüber sprichst, da ist nicht irgendwie dein Vater oder der Trainer oder der irgendwas, der was sagt, sondern da ist irgendwie jemand, der dir sagt, so jetzt hier
hier ist das weiße Blatt und das hat natürlich auch ein Ende, ne? hat auch eine gewisse Größe, aber du entscheidest, was da drauf steht. Ja. War das deswegen für dich so ein Ding? Ja, und es ist nicht vorbestimmt. Ne? Ich hatte schon mal ein weißes Blatt vor mir, da war ich so 15, 16. Das war im Rahmen der Nationalmannschaft von Amerika, wo ich damals gespielt habe. Und da hat mir so Psychologie, Motivationstrainer, der hat gesagt, hey, schreib mir auf, wo willst du sein in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Ja, und dann schreib auf, was musst du haben, um das Niveau zu erreichen. Und dann schreib darunter auf, was musst du tun, um diese Zwischenziele zu erreichen. Den Zettel habe ich noch immer im Keller. Das Lustige. Ja, also ich habe durch Zufall irgendwann mal entdeckt, vor 5, 6 Jahren, als ich mal umgezogen bin. Und ich fand es so geil. Also meine hässliche Schrift, ich schreibe echt wie mit Füßen. Und trotzdem konnte ich das noch entziffern und es war einfach schön. In diesem Fall war es aber dann noch vorgegeben. Im Fußball, wo wirst du sein in 3, 5, 10 Jahren. Okay, gut. Und hat es, Moment, ganz kurz, hat es hingehauen? Du kennst mich jetzt mittlerweile so, nee, nah dran. Und man könnte es so sehen, war ich mal Weltklasse? Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte eine geile Karriere bisher, so. Aber dass ich der Beste jemals war, so, das kreide mir danach. Also, da lasse ich auch die Kirche im Dorf, ist mir bewusst. Nee, so gut war ich nicht. Jetzt, dann ein paar Jahre später, sitze ich da und Stiftung, hey, du kannst dich jetzt wirklich einbringen in die Gesellschaft, die du für dich definierst. Und da gibt es keine Anleitung für. Vielleicht auch gut, ich glaube nicht. Ich glaube, sehr viel an Anleitungen ist immer gut, ne, von Leuten, die da schon einmal durchgegangen sind. Zumindest als Orientation. Jedenfalls die Aufgabe sehr intim. Auf einmal muss ich aus einem Gefühl, das ich hatte, und ich bin sowieso schlecht in Gefühle kommunizieren, dazu kann Shari ein Buch schreiben. Und da musste ich ja dann auch definieren für mich so, ja, womit bin ich denn unzufrieden? Und was ist ja eigentlich für mich das Wichtigste, ja, wenn ich ja sowieso nur ein Leben habe und sowieso nur x Euro habe. So, wie würde ich das denn angehen? Was würde ich beachten und was nicht? Ja, und irgendwo muss man anfangen, also habe ich angefangen. Was sind die Probleme in der Stiftungslandschaft in Deutschland? Ich weiß noch, dass ich da nach Amerika geschaut habe, weil eben für mich ist es leichter, auf Englisch zu lesen und zu sprechen. Mhm. Und da gab es Charity Navigator. Das ist so ein Portal, da werden verschiedene NGOs bewertet anhand verschiedenen Kriterien. Finanziellen, Wirkungsindikatoren, organisationellen, Good Governance und so weiter und so fort. Und das können sie machen, weil die Daten zugänglich gemacht in Amerika. Das ist rechtliche Bestimmung. Ja. Ja. Deutschland, ich weiß noch, ich war auf der Seite von einer Stiftung, die da gesagt hat, damals war das Konzept Datenschutz noch nicht so bekannt, aber so ungefähr durch die Blume gesagt, hey, aus datenschutzrechtlichen Gründen übermitteln wir gar keine Zahlen der Stiftung. Das fand ich halt pervers, ja, weil du kannst ja Finanzzahlen nennen, da steht ja gar kein Name dahinter. Ja, also ja, ja. Was für Datenschutz, wie absurd. Naja, und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch jemanden, der in Deutschland etwas Ähnliches wie Charity Navigator aufbauen wollte. Und ich war auf der Seite, habe mir das dann durchgelesen. Es war so ein langer Abschiedsbrief quasi von diesem Projekt, der sagte, hey, nach 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich das versucht, in Deutschland durchzubringen und fürchte momentan um mein Leben. Deshalb werde ich dieses Projekt einfach auch stilllegen. Ich habe versucht, Transparenz in diese Landschaft zu bringen, aber am Ende wurde ich nur als jemand gesehen, der versucht hat, das Stiftungswesen zu zerstören, obwohl meine Absicht war, es tatsächlich auf die nächste Stufe zu bringen. Ich fürchte um mein Leben? Ja, anscheinend wurde ihm gedroht. Wow. Also ich würde das jetzt auch nicht als O-Ton nehmen, so im Sinne von das genau das, aber er hat schon davon gesprochen, dass er sich körperlich gefährdet gefühlt hat. Ja. Okay, krass. Das war dann für mich so ein erster Indikator, okay, ich bin Prinziptyp, diesen Typ finde ich gut, aus Prinzip, ja, weil genau solche Menschen braucht auch unsere Gesellschaft, die das nach vorne bringen. Vor allem auch dann, wenn wir ja sogar andere Leute nachmachen, das muss ja noch nicht mal neu erfunden werden und ausprobiert werden im Sinne von, ja, klappt das oder klappt das nicht? Nee, es gibt ja schon diese Regeln überall auf der Welt. Ja. Ja.
ja, für mich war dann klar, also Transparenz ist einerseits ein Ding, war für mich ja auch wichtig, dass ich da nicht die Fehler mache, die andere machen, vor allem nicht, wenn es darum geht, so die Zahlen einfach offen zu legen. Jedenfalls war das dann so ein Aspekt, den ich gesehen habe, der wichtig war. Ein weiterer war dann, ich möchte mich ja auch einbringen. Und eine Stiftung, die einfachste Stiftung der Welt von jemandem, der ordentlich viel Geld hat, funktioniert so: Eine Person packt oder stiftet, da ist der Begriff Stiften anders als der Begriff Spenden von der Bedeutung her, der stiftet, sagen wir mal, 1 Million Euro in den Stiftungsstock. In dem Moment hat die Stiftung in ihrem Stiftungsstock 1 Million Euro. Diese 1 Million Euro, die werden investiert in irgendwelche Wertpapiere, die dann Jahr über Jahr wachsen, wo es vielleicht Dividende gibt, und da obliegt die Stiftung keine Kapitalertragssteuer, sondern ist befreit davon. So, das ist dieser Steuervorteil von einer Stiftung im Gemeinwesen. Und von diesen Erträgen werden ein paar verwendet, um den Stiftungsstock gegen Inflation zu schützen, wie hoch auch immer Inflation ist, 2%, whatever. Und der Rest kann dann ausgeschüttet werden für Projekte. Bei 1 Million Euro, weiß nicht, kommt drauf an, wie risikoreich du das investierst und ob das Risiko dann sich lohnt, aber kommen dann paar tausend Euro zusammen. Und dann so funktioniert eine klassische Stiftung, und dann haben die eine Organisation, die dann auf diese Stiftung angewiesen ist für diese Gelder, um irgendwelche Projekte umzusetzen. So, das fand ich erstmal super langweilig, weil es ja für mich ja nicht darum ging, nur was kann ich selbst dazu beitragen, sondern so, was kann ich beitragen zum gesellschaftlichen Geschehen? Ja. Und da war mir auch schon bewusst, dass es halt andere Fußballer gab, die schon mal Stiftungen hatten. Keine Ahnung, wie erfolgreich oder nicht, aber war schon ein Konzept. Und mir war auch bewusst, dass man da durch den Fußball auch nochmal mit Leute mitziehen kann. Vor allem auch mit diesem Aspekt der Transparenz, dass es hier auf einmal eine Stiftung gibt, die dann auch transparent ist, die scheinbar, so schockiert ich auch bin, dann zu den wenigen gehört. Mittlerweile ist, glaube ich, die Zahlen etwas gewachsen und ist noch keiner dran gestorben, soweit ich weiß. Von daher, die noch nicht dabei sind, sehr gerne sich der Aktion anschließen. Ja, und deshalb war für mich dann auch klar, ich möchte nicht dieses klassische Stiftungskonzept haben, sondern wirklich eins auch zum Mitmachen. Und für mich wäre es auch falsch gewesen, jetzt einmal in das Stiftungsstock zu spenden und dann passiere, was wolle. Ich dachte, nee, ich will da nah dran sein, ich will da immer dran sein, ich will da auch dafür sorgen, dass ich investiert bin. Nicht nur finanziell, weil ich das einmal gespendet habe, sondern halt auch langfristig ideell, aber auch halt monetär. Ja, deshalb spende ich, also jetzt eine Spende geht dann nicht in den Stiftungsstock, sondern eine Spende wird dann für die Organisation zur Verwaltung, aber auch für den Projekteinsatz verwendet. Im klassischen Sinne. Das heißt, wenn du jetzt was... Also es gibt eine Zustiftung, die erfolgt in den Stiftungsstock. Das ist das, was dann investiert wird in irgendwelche Aktien oder irgendwas anderes. Das ist Stiftungsstock. Und wenn ich Geld in das Stiftungsstock zutrage, dann ist das eine Zustiftung. Okay? Das macht Sinn ab höheren Beträgen, wenn man das machen möchte. Nur dann, so als Beispiel, sagen wir, du würdest 100 Euro in den Stiftungsstock beitragen. Das heißt, nach einem Jahr hast du vielleicht, weiß nicht, ein Euro, den du dann investieren kannst. Wenn das dann müsste das quasi 3% Ertrag haben, was heutzutage halt schwierig ist. Ja. Ja. Und dann hast du aber halt auf Dauer immer mehr, wenn das auch gut gewirtschaftet wird. Ja. Aber das lohnt sich meiner Meinung nach vor allem dann, wenn man halt riesige Beträge hat. Also Bill Gates Stiftung, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Dollar die haben, aber die schütten jedes Jahr Millionen, ich glaube so hunderte von Millionen Euro aus. Vielleicht sogar, Milliarden schütten die, glaube ich, sogar aus. Weil deren Stiftungsstock so hoch ist. Ja. Ja. Das heißt, niemand muss dafür spenden, weil es ist schon, ich glaube... So viel Kohle da.
Das ist schon, ich glaube, wenn es ein Start wäre, dann wären die auf jeden Fall, glaube ich, in den Top 20 von den Entwicklungsgeldern, die sie da zahlen. Und das ist jetzt nicht eine gewählte Organisation von einer Bevölkerung, die dann eine Politik macht, aber insgesamt doch etwas, was eine hohe Wirkung hat. Jedenfalls, dann haben wir nochmal Stock, Stiftung Stock. Da wird zugestiftet. Und eine Spende ist anders. Eine Spende muss halt zeitnah ganz gänzlich umgesetzt werden in ein Projekt. Und daraus kann sich die Stiftung auch Verwaltungskosten nehmen lassen. Ja? Vielleicht da eine lustige bzw. auch erschreckende Info. Wenn du dich an Ice Bucket Challenge erinnerst, war ja für ALS Research. Ja. Das zeigt dann auch die vielfältigen Strategien, die verschiedene Stiftungen oder NGOs, wie auch immer, dann anwenden, um eben ihre Ziele zu erfüllen bei der Mittelbeschaffung, ne, also beim Fundraising. Bei ihnen war das so, wärst du auf die Seite gegangen, die hatten ca. 71% Verwaltungskosten. 71%? Ja. Hättest du auch auf die Seite, bei denen ist das transparent, ne? Also du hättest auf deren Seite gehen können, da steht 71%. Das ist eine Hölle, ich weiß. Aber dann, glaube ich, ist es nicht jetzt pauschal richtig zu sagen, ja, das ist jetzt komplett falsch. Sondern wie bei allem im Leben, man muss verstehen, wieso das so ist. Und in diesem Fall ist es so, die investieren so viel in die Vermarktung, dass sie ihrer Meinung nach mehr zum ALS Research beitragen können, wenn sie diese 71% für die Verwaltung und für weitere Fundraising-Maßnahmen einsetzen, als wenn sie jetzt dein 1 Dollar als Ganzes in ALS Research einbringen. Ja, so. Und wie gesagt, also es gibt verschiedenste Ansätze. Für mich fühlt sich das nicht richtig an. Ja, zumindest nicht für meine Organisation, ja, die ja nochmal anders ist als diese Art von Organisation. Ist dein weißes Blatt sozusagen? Es ist ja mein weißes Blatt, genau. Aber so dann ist es halt interessant auch zu wissen, was es für Wege gibt. Es gibt auch natürlich welche, die haben 50 oder 40, 30, 20% Verwaltungskosten, die sie nehmen. Ich sag mal, solange der Chef jetzt nicht mit dem Ferrari rumfährt, ist es okay, dass die Leute auch wie in der Privatwirtschaft auch verdienen. Ja? Weil du willst ja auch Talente ranholen, auch wenn das, wir haben auch jetzt einen neuen Kollegen dazugeholt, wer im Gemeinwesen arbeiten möchte, ja, da ist auch so ein Teil deiner Spende oder ein Teil deines Beitrags ist dann auch dieser monetäre, den du nicht einnimmst, ne, indem du dort arbeitest, weil dann alles, was du, also die Differenz zwischen das, was du bekommst und das, was du vielleicht bei Daimler bekommen würdest, ist quasi deine Spende, weil du dann mit deinen Fähigkeiten und deiner Arbeit zu dem Wirken der Organisation beiträgst. So. Genau, und wir können halt gehaltstechnisch nicht mit Daimler da konkurrieren. Ja, auf diesem weißen Blatt habe ich mir dann auch, vor allem aus Amerika, habe dann gesehen, es gibt auch Organisationen, die schaffen es anderweitig, diese Verwaltungskosten zu tragen. Manche haben dann irgendwelche großen Sponsoren, manche haben dann so Angel Investors, manche machen das dann so, manche so, manche so. Jedenfalls fand ich das richtig, ja. Und wenn ich was prinzipiell richtig finde, dann kannst du selbst beantworten, dann mache ich das, ja. Und so war dann auch für mich entscheidend, wenn ich das mache, dann zu 100%, ja. Die Verwaltungskosten, die wir haben, also unser Personal, Büro, wenn wir dahin fliegen und so weiter, die jetzt nicht unmittelbar für das Projekt eingesetzt werden, ja, die trage ich. Jetzt sind wir 9 Jahre später, das Versprechen gilt auch weiterhin. Und das ist wie viel? Im Jahr ungefähr? In den höchsten Jahren dann so 450.000 Euro. Also ist schon die viel, du zahlst? Die ich dann zahle. Und die zahlst du jetzt immer noch? Die zahle ich noch immer, ja. Ja. Wow. Also, ja. Und gleichzeitig weiß ja auch, mein Geld ist irgendwann mal endlich. Also so lange war ich jetzt nicht deutscher Meister. Aber wir versuchen auch natürlich jetzt schon und für die Zukunft uns zu entkoppeln von meinen Einnahmen, weil was, wenn ich mir morgen das Bein breche? Ja, wir müssen irgendwie weiter agieren und haben wir verschiedene Strategien, um das zu tun. Also ich will mal ganz kurz, also dass wir es einmal so festhalten, ja. Also wenn ich jetzt
sage, ich spende 1000 Euro, dann gehen diese 1000 Euro, die gehen dann wirklich für den Brunnen in Äthiopien. Da ist jetzt nicht quasi noch das schicke Auto, mit dem du zum Büro fährst, ins Stiftungsbüro dabei, ja. Sondern... Wir haben kein Auto, aber oder keine Ahnung, es ist nicht... nicht die Bürokosten, sagen wir mal so. Nicht die Bürokosten, sozusagen. Ja, genau. Also das heißt, dass diese 1000 Euro gehen dann direkt wirklich dahin, weil das ist für mich immer, wenn ich das einmal so einwerfen, ich war in Afrika auch und habe mich eben auch da vor Ort NGOs und so weiter und so fort. Und selbst ich habe dann irgendwann festgestellt, ja, das kommt halt gar nicht alles an, weil dieser Verwaltungsapparat so hoch ist, dass diese Kohle überhaupt nicht da ankommt. Und das ist irgendwie nahezu, ja, eine Freundin von mir hat dann Geld gesammelt für eine Schule, die sie kannte vor Ort, ja, damit sie vor Ort in eine Schule gebaut wird. Und es stellte sich dann raus, ich war dann da vor Ort, wollte mir diese Schule auch angucken. Da stand einfach nur ein Gerüst im Grunde da. Ja. Geschichte war, der Direktor der Schule hat sozusagen die Hand aufgemacht. Also, Hat's geschnappt, ja. Und es ist selbst, also da, und sie kannte die Leute noch vor Ort und so weiter. Also sie hat ja. das alles, total schwierig, dass das Geld, was ich jetzt investiere, wirklich da ankommt. Und was du jetzt erzählst, ist, das Geld kommt da an. Das Geld kommt da an und wir arbeiten auch auf einem professionellen Niveau. Das bedeutet, wir haben schon verschiedene Prüfungen, um solche Fälle auszuschließen oder möglichst auszuschließen. Man kann sich bei nichts 100% sein, das ist uns bewusst. Und wir müssen auch jede Aussage und Ausgabe prüfen. Ja, das heißt, das da kommst du dein du vertraust den, es ist schwer, dein Vertrauen zu bekommen, da hilft dir das. Also, ja, ich wollte ja, erst schon sagen, absolut. Ja, weil ich bin jemand, der immer den Leuten sehr schnell vertraut und so weiter, aber hier hilft eigentlich genau das Gegenteil. Nee, wir überprüfen das ganz genau. Ja, und hier musst du auch bedenken, wenn du in meinen Schuhen sitzt, ich stehe auch mit meinem Namen dafür. Ja. Es ist in der also selbst ein Fehler, der ungewollt ist und der klein wäre, der würde ja nach außen kommen und dann stehe ich da, als wäre ich ein Teil dieses Betrugs. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein sehr wertvoller Druck, den man hat. Ne? Mhm. Also ich komme nicht auf den Gedanken natürlich, aber es ist auch gut, dass es eben solche Kontrollinstanzen gibt. Also es gibt manchmal so staatliche, so eine Stiftungsaufsichtsbehörde, die schaut dann auch drauf, was macht ihr und die Papiere. Aber wir haben ja, du gibst mir Geld. Ja, ich gehe mal davon aus, du spendest einen Euro. Ja? Nein, Spaß. Alles gut. Aber ich tue mir wirklich schwer, wie schon gesagt, wenn du mich was fragst, ich sage generell nein. Weil, bis ich ja sage, und weil wenn ich ja sage, dann kann ich nicht schlafen, wenn ich mein Versprechen nicht erfülle. Ja? Ich mache auch sehr wenige Versprechen und ich nehme auch das Wort Versprechen sehr ernst, schon ein Leben lang. Weil vorher hat man ja immer gesagt, so in der Kindheit, ja, ich schwöre, es ist so, oder ich verspreche dir, ich mache das. Und ich habe es immer gehasst, wenn Leute das einfach so dahin sagen, weil was bleibt dir dann noch mehr, der Person zu sagen, so nein, ich nehme das wirklich ernst, wenn du jedes Mal, wenn du so eine Aussage triffst, es ein 50-50 ist, ob das dann wirklich realisiert wird oder nicht. Das ist ja für eine vertrauensvolle Gesellschaft, und ich habe nicht in diesen Kontexten nachgedacht, aber vor allem in einer freundschaftlichen Beziehung dann, ist ja voll schädlich, wenn du nicht weißt, was der damit meint, wenn er diese Begriffe verwendet. Deshalb meide ich diese komplett, bis darauf, wenn ich sie auch wirklich meine. In diesem Fall, wo es halt auch um Geld geht, und wir haben bei uns Unterstützer, es gibt manche, die spenden dann 5 Euro und das sind Studenten, und für die ist das dann so der Kaffee, den sie vielleicht am Wochenende gönnen oder halt nicht. Ja. Wenn die mir das anvertrauen, dann ist dieses Versprechen, das ich trage, umso ernster für mich. Es ist schon so ernst für mich, aber das nehme ich wahr. Es gibt auch Leute, die spenden fünfstellig oder sechsstellig. Ja, das ist enorm viel Vertrauen, das sie mir geben, und ich respektiere das. Weil für mich ja auch klar ist, das Versprechen, das ich da mache, sollte ich niemals strapazieren. Ja? Und wenn ich einen Fehler mache, dann ist dieser gravierend. Also selbst wenn niemand den wüsste, er ist für mich gravierend, weil ich hasse absichtliche Fehler oder grobe Fehler. Ja? Ich tue mir sehr schwer, Leuten zu verzeihen. Das ist auch einer meiner Mankos. Vielleicht deshalb habe ich nicht so viele Freunde, ja, weil dann geht mal was schief und dann denke ich mir, nein, der hat mich angelogen mit Absicht, und das ist für mich
Wie unterscheidest du zwischen, also ich habe ja das Gefühl, dass du einerseits sehr viele Leute kennst auch, also weil du mit vielen Leuten auch in Kontakt bist und sehr offen bist, aber ab wann ist es für dich, scheint mir, du bist da auch sehr genau zu sagen, das ist jetzt mein Freund oder meine Freundin. Ja, ich habe einen engen Kreis, der ist 2 Personen, ja, plus Familie, ja. Mhm. Und dann ist schon eine Distanz, ja, aber auch zu Freunden, ja, die ich auch solche sehr bezeichne, also mit denen man auch eine schöne Zeit hat, aber die sind, gehören auch dazu, aber ich habe da schon auch eine Distanz. Ich habe jetzt, ich kann einen Witz leider nicht bringen, der ist ein bisschen zu traurig, aber ich müsste jetzt lange in meinem Handy schauen nach einem Gespräch, das ich geführt habe, das nicht mit meinem besten Freund ist oder mit meiner Freundin. Sag ich mal so. So, ich bin nicht der gesellige Typ, der regelmäßig anruft und regelmäßig Gespräche hat, weil ich es einfach nicht kann. So, ich weiß nicht, wie das geht. Ich bemühe mich manchmal, aber ich habe da meine Schwierigkeiten. Also das ist eine Sache, die ich nicht gut kann. Ja, ich hatte zuletzt auch einen Kollegen in der Stiftung, der jetzt nicht mehr bei uns ist. Also er lebt noch, er ist noch nicht in der Stiftung. Ja, ich absolut, das ist auch richtig schön. So, ich beneide den total. Der hat Freunde, die gehen gemeinsam in Urlaub. Der ruft sie regelmäßig an. Der trifft jemand, genauso wie ich. Und der ist dann noch 3 Jahre später mit dem irgendwie in Kontakt, im engen Austausch. Für mich, ich komme da gar nicht zu. Ich habe so einen Tag, ich gehe abends schlafen, also ich wache morgens auf, gehe trainieren, dann arbeite ich, gehe ich abends schlafen, so zwischendurch, klar, mit Freundin vielleicht sprechen, mit Familie sprechen, ja, dann gehe ich schlafen. So, ich bin es nicht gewohnt aus meiner einfach Geschichte heraus, und das ist so einer der Sachen, die ich wünschte, ich noch besser machen kann, aber ich muss ja auch auswählen und selektiv sein zu, woran arbeite ich? An welchen Sachen arbeite ich und wie? Und das ist sicherlich einer Schwächen. Aber um so wieder zurück darauf zu kommen, wo wir waren, so diese Verantwortung, die man da trägt, so, ich finde, das ist gut und das ist was sehr Positives, dass man auch diesen Druck hat, der nicht mal explizit dargestellt wird, kommt kaum ein Spender zu mir und sagt, ja, ich will aber, dass das und das und das und das passiert, weil unsere Versprechen sind oft nicht zugänglich, kann man sich anschauen und entweder sagt man, ja, das mache ich, das finde ich gut, oder man sagt, nee, das passt nicht. Okay, dann passt es nicht, aber dann ist das auch in Ordnung. Und genau, für mich war das eben auch eine Entscheidung zu sagen, nee, 100% der Spenden sollen auch wirklich für die Projekte eingesetzt werden und nicht für Personal oder was oder Büro, Transport, all das, was dazugehört, sondern ich trage diesen Teil. So ist es eine gemeinschaftliche Aktion, wo auch ich, glaube ich, meiner Verantwortung nachkomme. Nicht nur ideell, sondern halt auch finanziell. Okay? Und auch langfristig. Dann war sicherlich so die zentrale Frage, ja, für welchen Zweck? Es gibt ja, wenn du dich einmal mit Problemen oder als ich mich damit auseinandergestellt habe, war das sehr schwierig zu greifen, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja, wie gehst du überhaupt da voran? Erneut, Anleitung wäre richtig gut, aber dass keine gibt oder vielleicht die ich sie damals nicht gefunden habe, bin ich tatsächlich so vorgegangen, dass ich mir dachte, okay, gibt viele Probleme auf der Welt, aber lass uns das mal jetzt eingrenzen. Wir möchten ja, oder ich möchte ja auch mit Leuten etwas bewegen, mit dieser Stiftung etwas bewegen, was auch lange funktionsfähig ist, was eine lange Wirkung hat, was eine wichtige Wirkung hat. Das schließt schon mal eine Sache aus, und das ist, dass man in Kriegsgebieten arbeitet, weil dort einfach eine höhere Macht da ist, die man nicht kontrollieren kann, wo es oder enorm schwierig ist. Okay, was ist mit das wichtigste Problem? Und da ist es unmöglich zu sagen, das ist das Wichtigste, muss man auch ganz klar sagen, weil die Vielfalt der Herausforderungen, die Menschen in den ärmsten Regionen erleben, ist sehr schwierig zu fassen. Ich habe einen Vortrag mal gesehen, der sehr deutlich gemacht hat, der, glaube ich, auch greifbar ist für dich und mich. Und das ist so, wenn du beispielsweise arm bist, du bist wirklich sehr arm, dann ist jede Entscheidung für dich, wie wenn du extrem krank bist. Das heißt, stell dir vor, du fühlst dich einerseits nicht gut, deine Energie ist nicht gut, deine Kraft.
deine Gedanken sind gerade total auf deinen Kopf gelenkt, also auf deinen Körper gelenkt und dir geht es einfach übel. Und unter diesen Bedingungen musst du sehr komplexe Herausforderungen bewältigen für dich und deine Familie. Aber du kannst nicht so tun, als wärst du gesund, weil du hast nicht mal die Mittel dazu. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Dazu gab es auch eine Studie, die dann das IQ beispielsweise, auch so ein westliches Konzept, aber nehmen wir das mal, getestet hat von Bauern, Kleinbauern, einmal vor der Ernte und einmal nach der Ernte. Also einmal, wenn es wenig Essen gab und einmal, wenn es mehr Essen gab. Ja? Und das hat eine Auswirkung auf den IQ, also auf einfach die Denkfähigkeit. Ja? Also der gleiche Mensch, ja, nur mit mehr Essen, ist sozusagen schlauer. Ein anderer Mensch. Ja, schlauer, trifft bessere Entscheidung. Aber um wieder zurückzukommen, so fühlt sich krank. Und jede Entscheidung, die du triffst und auch jeden Einkauf, den du tätigst, fühlt sich nicht gut an, weil du nicht wirklich da rauskommen kannst. Es ist ein Teufelskreis, in dem du dich bewegst. Du kannst vielleicht hier etwas bewegen, indem du ein Huhn kaufst, ja, aus dieser Ernte, aus dem Ertrag, den du dieses Jahr reingeholt hast. Und aus vom Huhn hast du dann Eier täglich und kannst etwas zu dir nehmen und den Kindern geben. Und vielleicht schafft das einen Unterschied, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist noch immer so, bei jeder Entscheidung ist es sehr schwierig für dich, was Richtiges zu treffen, weil du einfach auch selbst aus dir, wenn du ein Elternteil bist, ja, das Beste bist für dein Kind, aber du weißt auch selbst, es ist enorm schwierig. Und du als jemand, der dann eigene Familie hat, glaube ich, kannst das sehr gut nachvollziehen, gefühlt noch nicht mal das schaffst für deine Kinder, obwohl du schon den ganzen Tag arbeitest. Ja. Um dann diese Brücke auch dann zu schlagen, es gibt einfach enorm viele Probleme, die da zu bewältigen sind. Einer, der aber gelöst werden kann, ist der Zugang zu sauberem Wasser. Das ist ein Menschenrecht, weil das Nächste, was wir brauchen, ist einerseits Luft. Ohne Luft kann der Mensch wenige Minuten leben. Das Nächstwichtigste ist Wasser, weil 3 Tage ohne Wasser kannst du nicht leben. Ja, danach kommt Essen. Ich glaube, das sind so circa 3 Wochen, die du ohne Essen leben kannst, aber wenn du genug zu trinken hast. So, diese logische Herangehensweise hat mir dann auch gezeigt, also die Welt könnte nur dann noch schlimmer sein, wenn wirklich noch Luft monopolisiert wäre in den reichen Ländern. Ja, dann hätten die anderen noch nicht mal Luft. Und das ist ja total absurd. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und es war eins von vielen Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Aber das mich wegen des Ausmaßes und der Bedeutung für den Alltag so stark betroffen gemacht hat. Weil es ist unvorstellbar für mich gewesen. Ich denke, ja, wie ist denn das? Wasser. Und wenn du keins hast, was machst du dann? Irgendwie, du brauchst es ja zum Überleben, aber woher holst du das und was sind denn da die Probleme? Ja, und dann wurde deutlich einerseits die Qualität des Wassers. Also irgendwo müssen die Leute ja Wasser haben, weil sonst würden sie unwahrscheinlich da leben, wo sie leben, weil kaum jemand lebt komplett in der Wüste. Denkt sich, ja, hier baue ich mal an. Sondern irgendwo gibt es ja dann da irgendeine Quelle. Doch diese ist dann halt verseucht. Ja, und die Bilder davon, wir haben es ja auch dann selbst live gesehen, das sind Quellen, die das ist unmenschlich. Das ist einfach unmenschlich. Du guckst dir das an und siehst, wie ein kleines Mädchen, 5 Jahre alt, die fügt da ihren kleinen Kanister voll, ja, nimmt einen Schluck, gibt das vielleicht der kleinen Schwester, die 2 Jahre alt ist und kaum gehen kann, und dann trägt sie das mit nach Hause. Und es ist skurril, es ist wie, als würdest du einen Film schauen, der irgendwie total bizarr ist, der aber einfach wie so ein dummes Kunstprojekt, ja, das dir einfach zeigt, soll dich irgendwie zum Nachdenken bringen, ja. Und in dem Fall tut's ja das auch, weil du es nicht verstehen, weil es nicht verstehen kann. Ja, dieses Wasser ist dann so diese endlose Schleife in diesen Teufelskreis rein, weil du trinkst das, weil du kein anderes hast. Dann wirst du krank, vor allem so Magen-Darm-Krankheiten. Dann verlierst du enorm viel Wasser, aber du kannst dich dann auch wieder nur auffüllen mit diesem Wasser, das dich krank macht. Ja. Du verlierst so viele auch Vitamine und Nährstoffe, ja, wenn du überhaupt viele einnehmen kannst, ne, wenn es da die Möglichkeit für gibt. Kannst gar nicht die Kraft zu dir nehmen, um diese dann umzusetzen in deine eigene Bildung, also in deine Weiterentwicklung. Also wir nehmen ja den Leuten
den Kraftstoff für ihre eigene Weiterentwicklung, die ja da ist, weil das Potenzial ist ja da. Und in den Mengen, wie bei unseren Projekten, da ist es ja so, gibt es ja Grundwasser, gibt es reichlich, ja, und manchmal bekommen wir die Frage, wird das nicht übernutzt? In der Regel nicht in den Fällen, wie bei uns, wo wirklich eine Gemeinde tagtäglich einen Wasserbedarf für ihren für die Privatnutzung entzapft. Ja, das ist jetzt keine industrielle Fabrik, die Tag und Nacht da durchpumpt für endlose Felder, sondern für den Privatgebrauch. Und da werden auch Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass auch Wasser wieder regeneriert wird in dieser Region. Ne? Also das Absurde dann, wenn man sich davon ein Bild malt, auf ein zweidimensionales Bild, da hast du jemand auf der Oberfläche, der Wasser von der Oberfläche entnimmt, ja, das verdreckt ist, weil dann auch ja, das Ganze, was drumherum auf dem Feld liegt, dort landet, weil Tiere das dann auch nutzen oder auch die Fäkalien, die drumherum irgendwo sind, sich wieder im Wasser finden. Ja, das Wasser wird benutzt, aber unter den Füßen nur etwas tiefer, ja, bei uns sind circa 40, 50, 60 Meter Tiefe, die da gebohrt wird, ja, da ist dann schon sauberes Trinkwasser, Grundwasser zugänglich, ja. Und dieses Bild, das, ich weiß, als ich das verstanden habe, war für mich schwierig zu rationalisieren, wie absurd es ist, ne, weil es gibt eine Lösung, man muss einfach ein bisschen tiefer gehen und das dann absichern. Und die Mengen, die da unten sind, sind für diesen privaten Gebrauch auch geeignet und auch nachhaltig zugänglich. Ne? Aber der Zugang selbst fehlt. Ja, und es ist eigentlich im Grunde, es ist einfach nur ein, also nur, es ist ein Loch, ja, bohren von 40 Meter und dann ist... Ja. Ein geschütztes Loch. Und dann ist das Wasser, das da unten ist. Wahnsinn. Und da musst du oben noch eine Pumpe installieren. Bei uns ist das so, da sind manuelle Pumpen. Wie teuer ist das? Wie teuer ist ein Brunnen bei euch zu bauen? So 10.500 Euro. 10.500 Euro. Mhm. Ja, ja. Und davon sind Bohrungskosten 70-75%. Ja, also allein nur diese Bohrung und Bohrung, ob du bohrst in Deutschland oder in Äthiopien oder wo auch sonst wo, kosten halt so viel, weil da muss Equipment hin. Da ist also nicht eine Ein-Mann-Show, der da mit einem Auto hinfährt und aus dem Gepäck irgendwie 60 Meter tief geht, wisst ihr auch nicht, wie das aussehen würde, sondern da ist dann ordentlich Personal, ordentlich Equipment da, das einerseits zu prüfen, bevor der Bohrung, ne, das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, denn stell dir mal vor, du stehst irgendwo in einem ländlichen Gebiet und musst jetzt entscheiden, ja, lass uns doch mal bohren für 7.000 Euro. Ja, und wenn das schief läuft, ja, dann läuft es halt schief. Nee, da gibt es auch das Fachpersonal, dass da die, also die Geologen, Hydrogeologen, die dann ermitteln, wo der geeignete Ort ist, um zu bohren. Und traurig, aber wahr, manchmal kann es sein, es gibt gar keinen Ort, wo es sich jetzt lohnen würde zu bohren, weil alles ist zu risikoreich. Und wir müssen auch diese harte Entscheidungen dann annehmen. Wir wollen ja nicht auf Teufel komm raus, sofort, überall, sehr risikoreich den Zugang zu Wasser schaffen, sondern wir arbeiten ja auch mit begrenzten Mitteln und müssen dann gucken, was für Möglichkeiten gibt es. Ja? Und vielleicht ist für diese Gemeinde oder die Gemeinde drumherum eine andere Lösung nötig. Ja? Und vielleicht gibt es dann andere Stiftungen, die das übernehmen. Oder vielleicht übernehmen wir irgendwann mal diese Verantwortung. Aber da diese Projekte sehr teuer sind, da reden wir über Hunderte von Tausend von Euros, ja, ist das auch für uns dann ein Entwicklungsschritt, dass wir solche tiefere Brunnen, die können dann 150 Meter, 200 Meter tief sein, ja, dann auch installieren. Aber das ist für uns noch schwierig zu stellen, weil das ein großer Teil dann wäre. Und deshalb sind wir sehr fokussiert auf diese kleineren Brunnen, die dann für eine Gemeinde dienen. Und eine Gemeinde sind dann 200, 300, 400 Personen circa. Wie viele Brunnen habt ihr insgesamt gebaut? Oder gegraben? Gebohrt? Gebohrt, ja. Also ja, will ich schon jemanden sehen, der da 60 Meter gräbt. Ja. Wie kommt der dann wieder hoch? Ja? Die Leiter ist ja dann auch nochmal ein lustiges Konstrukt. Wir haben 363 Brunnen abgeschlossen und damit circa 120.000
Menschen mit Wasser versorgt oder einen Zugang dazu. Deshalb sprechen wir mal über Zugang zu dem sauberen Wasser, weil das Wasser ist ja da, nur der Zugang muss geschaffen werden. Das bisher, wir sind aber, wenn dann auch alle anderen Projekte dann fertig werden, werden wir nah an die 600 kommen. Aber momentan, und das ist dann auch ein wichtiger Faktor, ist Krieg in der Region, der dann die Arbeiten stoppt, aber auch viel schlimmer die Menschen noch viel stärker betrifft als jetzt irgendwas, was wir lösen können, sondern da sind vor allem internationale Akteure gefragt. Was macht ihr dann in so einem Fall? Also sagt ihr dann, wir müssen jetzt erstmal abwarten und schauen, wie es sich entwickelt? Dann, weil das sind ja dann von den höheren Mächten. Ne? Das ist das, was du ganz am Anfang sagtest, zur Stiftung der nicht in Kriegsgebiete reingehen, was du natürlich auch kennst aus deiner eigenen Richtig. Geschichte. Und jetzt bist du aber trotzdem da. Jetzt musst du ja auch damit umgehen. Und für uns ist das allererste, die Situation zu erfassen, denn ersten knapp 5 Monate gab es offiziell kein Internet, kein Strom und kein Telefon in der Region oder nur extrem begrenzt und nach einer sehr langen Zeit. Wir konnten aber trotzdem, auch da wir lokalen Mitarbeiter haben, dann dort kommunizieren. Es gibt dann nochmal andere Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen, die wir dann benutzt haben. Die Erfassung der Situation ist an erster Stelle so. Was ist passiert und die Folge dessen ist, anhand dieser Informationen, die bereitstehen, was können wir tun, was ist jetzt momentan wichtig und welchen Beitrag können wir leisten, damit einerseits die humanitäre Situation gelöst wird, aber vor allem halt der Zugang zu saurem Wasser, ne, weil es gibt x humanitäre Organisationen, die da ihren jeweiligen Fokus haben. Für uns war einerseits entscheidend, dass die Mitarbeiter vor Ort halt abgesichert sind und auch wissen, dass die Arbeit fortgeführt werden wird. Und wir auch ihnen gesagt haben, dass wir halt fest damit planen, dass sobald die Lage sich wieder stabilisiert, wofür es leider wenige Anzeichen gibt, dass wir sie auch bis dahin halten möchten und auch fördern werden, um auch jetzt die Brunnenprojekte zu realisieren. Oder momentan ist dann auch der Stand, dass wir das erfasst wurde, eben welche Brunnen sind nicht mehr funktionsfähig und dann auch aus dem Grund, wieso, dann davon abzuleiten, was muss jetzt getan werden, um die funktionsfähig zu machen. Das kann jetzt beispielhaft das sein, dass halt die Menschen momentan flüchten müssen. Ja, das ist eine Region mit 6 Millionen Menschen, Tigray im Norden, weil sie um ihr Leben fürchten. Also laut Amnesty International, Human Rights Watch gab es auch Massaker mit Hunderten von ermordeten Menschen und auch systematische Vergewaltigungen, die dann auch dokumentiert wurden in den letzten Wochen, auch von Spiegel und also auch von den deutschen Medien aufgenommen wurden. Das ist zum Teil dann auch so, dass die Menschen dann irgendwo sich verstecken, bis sie das Gefühl haben, da ist wieder Sicherheit und der Brunnen wird halt nicht gewartet. Und dann muss der einmal gewartet werden, dann funktioniert der wieder. Ja, kann dann ein Teil sein für $2, das zugänglich ist, aber dadurch, dass die Region komplett abgeschottet wurde, ist ja gar kein Handel mehr möglich. Ja. Und überlegt ihr dann perspektivisch auch noch jetzt woanders hinzugehen, wenn ihr da erstmal nicht weiterkommt? Gerade, weil genau. Es ja so. Also parallel müssen wir mit schwerem Herzen auch sagen, so bis wo haben wir eine Macht, ne? Bis wo können wir agieren und bis wo können wir nicht agieren. Also wir können jetzt schwer ein Militär dahin schicken, um wieder für Ordnung zu sorgen und für Frieden. Aber wir sind jetzt auch dann dran, in einem weiteren Land oder weiteren Ländern aktiv zu werden. Die jeweiligen Länder sind noch nicht gesprächsreif, deshalb darf ich das jetzt heute noch nicht sagen. Aber wir werden und müssen auch weiterhin eben unser Versprechen gegenüber den Spendern auch halten und dafür sorgen, dass Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser, sauberes Wasser erhalten. Ja, und auch weiterhin darauf achten, dass das eben realisiert wird, dort, wo es möglich ist. Ja, dass in Äthiopien
ein derartiger Krieg ausgebrochen ist, haben keiner gesehen. Also wir haben auch wöchentliche Meetings, wo wir immer die politische und die sicherheitstechnische Aspekte erläutern, um on top zu bleiben. Aber das, was jetzt in den letzten 5 Monaten passiert ist, wenn man CNN, BBC, Amnesty, Human Rights Watch, der EU-Repräsentanten, Ärzte ohne Grenzen, das Äthiopische Rote Kreuz und so weiter glaubt, dann ist da schon sehr viele Anzeichen für ein Genozid, das da veranstaltet wird. Das ist extrem schwer für mich zu greifen, für irgendjemanden zu greifen und deshalb halt auch wichtig, glaube ich, für uns alle einfach zur Kenntnis zu nehmen, denn eigentlich ist Äthiopien ein Reformpartner von Deutschland und Deutschland hat da auch, vor allem die Bundesregierung, da die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nicht dabei bleibt, dass weiterhin die Region nicht gehört wird, sondern dass dann auch für Frieden gesorgt wird oder dass man auch deutlich macht, anhand welchen Werten man diese Partner schafft, sieht. Und das ist bei weitem nicht der einzige Konflikt in der Region, denn in Oromia, in Amhara, in Afar gibt es weitere Berichte von ähnlichen Taten in noch geringeren Ausmaßen. Und deshalb ist das mir auch wichtig, ja, das zu sagen, dass eben wir als Stiftung haben zwar gewissermaßen Macht, aber wir wissen auch, wo diese Macht zu Ende geht. Darüber hinaus ist die internationale und vor allem die multilateralen Organisationen gefragt, dafür zu sorgen, auch ihre Versprechen gegenüber der globalen, vor allem Zivilbevölkerung, dann auch wahrzunehmen. Boah, ein Wahnsinn. Wenn du jetzt bist du ja quasi, du hast ja, wie sich so anhört, schlagen so zwei Seelen oder zwei Herzen deiner Brust. Das eine ist das Kicken und das andere ist das Dienen. Ja, und jetzt bist du seit 9 Jahren, gibt es jetzt die Stiftung. Ich stelle mir das manchmal schwer vor. Ich habe gelesen, auch in einem Bericht darüber, wie du erzählt hast, wie ihr Wasser für eine Region, wie ihr einen Brunnen gebaut habt und ihr danach zu einer Frau musstet oder durftet, du hast das Wasser getragen und du hast die Dankbarkeit gesehen, sie hat ihren sehr wertvollen Joghurt mit euch geteilt, du wusstest, du musst den auch annehmen, den Joghurt, weil das für sie sehr wichtig war, weil sie ihre Dankbarkeit zeigen wollte und Dankbarkeit, man muss auch die Chance geben, dass jemand dankbar sein soll. Wenn du jetzt, du siehst auf der einen Seite mit deiner Arbeit, die du da machst, dass du den Menschen vor Ort hilfst und was du da für die ermöglichst, dass du mit einem Brunnen eine ganze Gemeinde einfach ein ganz anderes Leben schenken kannst. Und auf der anderen Seite stehst du auf dem Sportplatz und spielst Fußball. Wie geht es zusammen? Also wie geht diese beiden Welten für dich zusammen, dass das für dich funktioniert? Dass du eben nicht das Gefühl hast, eigentlich spiele ich diesen Fußball und hau den da rein und für irgendwelche Sponsoren oder irgendwas und eigentlich könnte ich doch in der gleichen Zeit jetzt am Telefon sitzen oder an meinen Mails oder und so weiter und so fort. Und also wie geht das, wie vereinst du das, dass dich das nicht wahnsinnig macht? Also ich bin ein realer Pragmatist. Ich frage mich, was kann ich bewirken? Was kann ich tun? Und ordne nicht dem unter. Zudem glaube ich auch, dass jedes Leben mit Balance geführt werden muss. Ja, ich auch gehört habe von Leuten, die dann durchdrehen vor dieser, also ich bin zum Glück, oder zum Glück vielleicht, ich bin extrem rational. Das heißt, ich habe zwar Emotionen, klar, aber ich versuche mich immer dann zu fragen, nicht wie fühle ich mich dabei, sondern jetzt mal auf strategischer oder konzeptioneller Ebene, so, was kann ich tun? Kann ich was tun? Habe ich überhaupt noch Zeit? Momentan halt sehr schwierig, weil wenig Zeit da noch für weitere Sachen ist. Aber so ist meine Denke. Ne? Und wenn ich das anwende auf meine Stiftungsleidenschaft und Fußballleidenschaft, dann sehe ich da schon spüre ich eine Balance in mir. Weil einerseits, ich bin ja bis 14 Uhr, dann beim Fußball. Und das beginnt auch ab 9 Uhr. Ja, also ich bin ein paar Stunden da,
arbeite, tobe mich voll aus, bin voll aktiv. Davor bin ich hier, ich wache ein bisschen früher auf, kann dann hier schon mal die ersten Arbeiten machen. Danach komme ich wieder und fahre dann fort mit der Arbeit. Und bei der Arbeit muss ich ja langsam denken, abarbeiten, muss ich Gespräche führen, eigentlich weniger. Wir sagen echt, ist es eine E-Mail oder ist es ein Meeting? So, es muss das jetzt wirklich ein Meeting sein, weil irgendwie viel zu viele brauche ich davon nicht haben in der Regel. Und es ist ja ein Bürojob. So, ich sitze dann vor dem Computer, während das andere mich ausbalanciert und da tobe ich mich aus und ich schaffe es dann eben, also jetzt mal auf so einer physischen Ebene, mich sehr gut zu balancieren. Auf einer ideellen Ebene. Genau, ja, das meinte ich, ja. Ist es für mich so, dass ich sage, ja, Fußball ist ein Geschäft, es ist aber auch mehr als das. Es ist auch ein Geschäft. Es ist aber auch eine Mannschaft an sich. Also auch selbst nach der aktiven professionellen Fußballerkarriere will ich trotzdem noch Fußball spielen. Ja, dann verdiene ich nicht kein Geld dafür, sondern zahle dafür. Aber ich habe noch dieses Kollegiale und ich habe ja nicht so viele enge Freunde, die ich tagtäglich sehe oder regelmäßig. Ja, dann habe ich ja da so ein bisschen, wo ich automatisch drin bin, weil ich gut kicken kann. Ja, und so, dann ist das auch befriedigt. Ja, und das ist was sehr Schönes. Es gibt dann auch die soziale Ebene, die ich dann ausweiten würde, so auf die Fangemeinschaft, also auch Teil einer Gemeinde zu sein, einer Community, ja, die gemeinsam für einen da ist, ja, die auch noch viel mehr Wirkung außerhalb diesem Fußball selbst hat, also der Fußball, der auf den Rasen gespielt wird, sondern auch Fußballvereine, beziehungsweise die Fanclubs sind ja auch soziale Akteure, ja. Klar, sozial auch im, wir saufen und schauen jetzt das Spiel, gibt's auch, aber auch in einem breiteren Sinne innerhalb der Gesellschaft und unterstützen in irgendeiner Art und Form auch soziale Projekte. Wir haben auch Unterstützer, die Fanclubs sind und an sich, also sind das auch noch Akteure, die ein Potenzial haben. Ja, und manche nutzen das so, manche mehr, manche weniger, aber auch da gibt das einem viel Möglichkeiten. Und es ist auch schön, einer größeren Gemeinschaft zu sein. Ja? Ich finde, das ist auch wertvoll. Ich finde das schön. Das ist auch was Besonderes am Fußball. Vor allem, wenn es nicht gerade Pandemiezeit ist und man das dann auch gemeinsam erlebt. Es gibt auch diesem Wettkampf etwas. Und dann gibt es diese dritte Arm oder diese dritte Standbein vom Fußball. Und das ist das Geschäftliche. Das Merchandising, die Interviews. Das, wo du und ich einfach eigentlich kotzen können, weil es nicht dem Sport dient, aber einfach ein Übel ist, das wir so mitnehmen, weil es andere Probleme gibt, auf die wir uns eher fokussieren, als das zu lösen. Und das gehört, ja, es gehört leider dazu, ist vielleicht dann auch ein bisschen daran gekoppelt, so dass das so eine große Bewegung ist, obwohl das nicht wirklich stimmt, weil vor 30 Jahren war es auch geil, beim BVB zu spielen, weil da einfach die Fankultur, ne, das war Identifikationspol für die Stadt und Umgebung. Naja, aber dieser geschäftliche Aspekt, der passt nicht zu den ideologischen, gemeinnützigen Vorstellungen, die ich habe. Aber ja, der erlaubt es mir, das Geld, was ich da erwirtschafte, in diesen Stiftungszweck zu stellen. Anderweitig könnte ich diese Verwaltungskosten gar nicht tragen. Das verstehe ich voll. Also das ist eine, ne, du hast dadurch auch genau diese Möglichkeit, aber nun ist dieses System Fußball, wohl bemerkt nochmal, ich kenne mich damit nun wirklich nicht so gut aus, aber so ein bisschen liest man ja auch, ne, und liest auch über Korruption, Katar, all die Dinge, all die und ja, die Summen, die Fußballer bekommen. Und du siehst auf der einen Seite die Millionen, die auf irgendwelchen Schecks stehen, auf der anderen Seite siehst du 10.000 Euro, 10.500 Euro reichen, um einen Brunnen zu errichten. Wie sehr unterstützt auch dieses eine System, dass das andere auch so ist, wie es ist? Also wo der eine gewinnt, verliert ein anderer. Also ach so, ja, das ist, glaube ich, das ist irgendwo miteinander verbunden, mit Sicherheit, weil wir einfach in einer Welt leben, in der das so ist.
Aber ich frage mich dann, ich weiß, es ist ungerecht. Punkt. Ja. Doch, was kann ich daraus machen? Mhm. Und wer sich die FIFA anschaut oder selbst den DFB und den verändern möchte, das ist ein das ist Schlammschlacht. Ja, also hat man jetzt auch in den letzten Wochen, soweit ich das mitbekommen habe, und ich lese keine Fußballnachrichten, aber allein durchs Bilden ist dann, was den DFB betrifft, so das ist so klassischer Machterhalt und Profitmaximierung, glaube ich, kein Athlet, kein Sportler cool findet. Weil keiner von uns, oder ich kenne echt keinen, der gesagt hat, ich bin hier reingekommen und bin professioneller Fußballspieler geworden, weil ich wollte einfach viel Geld verdienen. Mhm. Weil dafür ist der Weg viel zu hart. So, du fängst nicht irgendwie mit 25 an, so, ja, jetzt plane ich mal den nächsten Zeitmeister. Sondern du fängst eigentlich als Kind auf und du liebst den Sport und du liebst den Sport an sich, also den Wettkampf an sich. Und diese Kameradschaft und dann auch irgendwann mal, wenn du das Möglichkeit hast, ja, dann mit den Fans in einem Stadion zu sein. Ja, dann würdest du auch du würdest auch für 3.000 im Monat spielen. Du würdest auch für wahrscheinlich 2.000, wenn du damit über die Runden kommst, dann auch spielen. Du würdest das tun. Ja? Oder ich kenne keinen, der es nicht tun würde für das Geld. Aber du bekommst das, was der Markt zahlt und kannst dann damit entscheiden, was du damit machst. Ja. Also es ist ein scheiß Konzept, vor allem auch deshalb, weil es so zum Teil auch dubios verläuft. Ne? Oder auch so auf eine Art und Weise, vor allem jetzt, wo wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben, die dann ausgetragen wird mit einer, sagen wir es, wie es ist, ein bisschen Sonderberechtigung. Ja, also ja, voll. Fußball ist gut und ich habe auch von einem gehört, boah, wenn der Fußball es nicht gibt, dann fällt die Gesellschaft zusammen. Von heute auf morgen. Ach tja, okay, aber was, wenn wir als Fußballgesellschaft auch einfach einen Beitrag dazu leisten, zu dem Gesundheitswesen, das momentan wirklich zerstört wird? Nee, das wollen die nicht hören, weil es geht ja für die nur um die Verein, die Vereinsstruktur an sich zu erhalten. Und ich kann es auch verstehen, ne? Die kommen aus, für sie ist das mehr als nur ein Verein, für manche ist das die Familie, die sie haben, ne? Und auf der anderen Seite ist es halt sehr schädlich. Und dann, wenn man vor allem auch sowas wie den DFB-Skandal mitbekommt, dass dann die vielleicht gekauft wurde, das ist, glaube ich, jetzt verjährt, ja, dieser Prozess. Also klasse gemacht. Transparenz gelingt genau so, indem man Sachen verjähren lässt. Hut ab. Ey, das ist auch echt einfach beschämend, aber auch leider nicht anders zu erwarten. Natürlich der Höhepunkt ist die WM in Katar, die einfach einlädt, um den Kopf gemeinsam zu schütteln und zu denken, was muss noch passieren, dass Leute sagen, oder was heißt sagen, einfach handeln, weil von sagen haben wir nichts, man Leute müssen handeln. Siehst du, dass man als jemand, der jetzt in der Nationalelf spielt oder sowas oder auch was auch immer, siehst du, dass man, du sagst ja nicht nur sagen, sondern handeln, also stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt in der Nationalelf, würdest du hingehen oder würdest du sagen, nö? Ich würde nicht hingehen, aber es ist für mich auch einfach, das jetzt zu behaupten. Ja, ja. Es ist noch was komplett anderes, wenn ich jetzt wenn du's wirklich bist. Ja. 20 Jahre alt bin und das ist mein großer Traum und ja, klar, finde ich scheiße, ja, wenn man sieht, boah, wie viele Leute sind da gestorben, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich sag mal konservativ, das, was ich einmal gelesen habe, das ist keine Ahnung, wie lange her, waren 600 Personen. Ja. Ja? Das waren dann nicht Kataris, sondern das waren dann Gastarbeiter woanders her, ich glaube aus Südasien. Und ich glaube, für die Leute ist es halt enorm schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil du arbeitest gefühlt ein Leben lang darauf hinaus und vielleicht wird das mal, vielleicht, also die wenigsten haben überhaupt die Möglichkeit, aufgerufen zu werden. Dann kommt der DFB und sagt, hey, es geht nicht um die WM, es geht darum, dein Land zu repräsentieren. Ja, auf einmal geht es ja nicht mehr um die eine Sache, sondern es wird neu kontextualisiert. Ja, dann stehst du auch da mit 20 und denkst, ja, ich bin jetzt kein Landesverräter, ja, so muss ich da hin. Auch wenn du damit vielleicht die Werte des Landes verrätst, aber das erzählt dir dann auch keiner. Ich glaube, also, um dann Schlusslicht zu ziehen, es ist enorm schwierig, in dieser Position zu stehen und es ist enorm leicht,
so wie ich das tue jetzt oder wie du oder wie viele Fans auch, dann zu sagen, ja, mach doch dann einfach das. Ich glaube, entscheidend, so wie in jeder Bewegung, ist, wie die Leute handeln. Ja, und manchmal ist es so, wir möchten alle, dass der eine die andere handelt. Wir müssen aber auch verstehen, die Fußballer sind halt 20 Jahre alt. Ja. Ja, auf der anderen Seite, ja, also ja, stimmt. Ja, also das ist immer einfach, das so aus der Ferne zu sagen und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir heute was gelernt haben, dann ist es, also wenn ich was gelernt habe, dass es wichtig ist, seine Prinzipien zu haben und dass es auch, dass man auch für diese Prinzipien, auch wenn die gegenläufig sind und nicht mitmachend sind immer unbedingt, sondern einfach, dass dann genau das passiert, worüber wir erst auch gesprochen haben, dass das Leute sehen, dass es darüber hinausgeht, dass irgendwie etwas, dass auch selbst wenn ein Spieler schon lange nicht mehr mitspielt und dann woanders gegen unsere Mannschaft spielt, dann trotzdem, dass das gesehen wird, was der macht und wofür er steht. Und wenn ich in den letzten Tagen erzählt habe, dass wir ein Interview miteinander machen und denn ich habe ja doch auch ein paar Freunde, die Fußballfans sind, ja, es war immer, also ein Wort, was immer so, oh Neven, Ehrenmann. und ich habe mich, und das wollte ich dich auch fragen, gibt es Menschen, die dich nicht mögen? Schalke und Bayern-Fans. Okay, na gut. Das ist die einfache Antwort. Und, nein, aber es ist wirklich, also in meinem Umfeld war alle so Wahnsinn, toller Typ und super. Und genau das, für seine Prinzipien einstehen. Und deswegen glaube ich, ja, das ist manchmal, es ist einfach, sowas zu sagen aus der Entfernung, aber man sieht, glaube ich, bei dir auch, dass es auch geht, dass man trotzdem sein Ding irgendwie macht und auch dafür Anerkennung, Respekt und Erfolg auch kriegt. Also es ist auch möglich. Und du bist dafür ein Vorbild, finde ich. Ja, vielen Dank. Wie du weißt, dann ich nehme sowas sehr schwer an. Ja. Weil ich sehe gerade vor mir nur die Fehler oder wo ich vielleicht mal was getan habe und denke, ach scheiße, hätte ich anders reagiert und so. Ich möchte halt auch immer wieder mich von diesem Thron wegbringen, zu sagen, ich bin der Prinzip, ich habe es geschafft und ich bin so gut und so toll und Ehrenmann. Ich versuche es zu sein und es ist natürlich immer schön, sowas zu hören, weil das Bestätigung gibt. Es kommt auch zumindest in irgendeiner Form an oder wird so angenommen. Ich weiß auch ganz genau, es gibt Typen, die verlieren oder Frauen, also generell Menschen, die haben ihre Prinzipien, von denen wird niemals gesprochen. Und das heißt doch nicht, dass Prinzipien sind ja nicht nur, weil man Prinzipien hat, heißt es ja nicht, dass das gut ist. Ja, also es können ja, auch ja aber selbst wenn sie gute Prinzipien haben, du kannst auch sehr gute Prinzipien haben und dann bist du halt von heute auf morgen weg. Nevin, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Wir haben auch schon, wir haben in die Dunkelheit hineingeredet. Das ist ganz lustig. Denn wir haben in der Sonne gestartet und bei dir ist im Hintergrund, man ist alles nur noch dunkel. Ach so, ja. Sei froh, überhaupt diese eine Lampe ist an. Ja, schön. Die letzten drei Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ich mache gerade ein Seminar zu Detecting Fraud in NGOs. Gehört zur Weiterbildung dazu. Was ist das genau? Fraud ist der deutsche Begriff für Betrug. Ja, also du machst einen Kurs dafür, Betrug zu entdecken. Ja, genau. Also das gehört zu jedem Unternehmen oder jeder NGO dazu. Man braucht Praktiken, die einerseits das versuchen, schon mal von der Struktur und Partnerschaft her zu deterren, also deterrence ist so, das zu vermeiden, weil du den Leuten deutlich machst, das Risiko ist so hoch, wenn ihr das überhaupt versucht. So, Punkt. Dann versuchst du auch zu gucken, ja, wie kannst du dagegen planen, dass in den Prozessen das nicht, also das berücksichtigt wird, ne, dass dann Vier-Augen-Prinzip herrscht und so weiter, Nachweisprinzip. Oder wie kannst du dafür sorgen, dass wenn es jemand tatsächlich versucht, wie kannst du das auffinden? Also welche Kontrollierungsprozesse kannst du entwickeln, die dann regelmäßig das prüfen? Mhm. Und wenn es mal vorkommen sollte, dann wie reagierst du darauf? Ja, und wie kannst du auch generell so eine Kultur schaffen, wo Leute, wenn sie Fehler machen, dann auch zu dir kommen können und sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, okay, gut, dann lass uns das so und so handhaben. Wir haben das zwar, aber ich will das besser machen, weil wir jetzt auch zukünftig mit neuen Partnern arbeiten. Und ein Hobby von mir, daran arbeite ich eigentlich immer, das ist so mein Spaß. So, wenn du mir jetzt sagst, hey Neven, 3 Stunden, du darfst nicht Stiftung arbeiten,
dann programmiere ich gerne. Weil wir haben so ein paar Sachen in der Stiftung, die ich dann programmiert habe. Aber Programmieren finde ich sehr spannend, sehr schön, weil du bist wieder also kreativ in der Hinsicht, du kannst ja irgendwas bauen. Ja? Ich könnte für dich ein Buchungssystem bauen, wenn du willst, so pro bono. Keine Ahnung, bekommen die Leute nochmal 5 Minuten vorher eine SMS mit, hey, in 5 Minuten geht's los, denk dran, dein Mikro da anzunehmen. Da bilde ich mich schon seit 8, 9 Jahren weiter und bin nie so weit, wie ich das gern hätte. Dann nehme ich mir Zeit dafür und mach das. Okay, also es ist immer was zu tun. Was möchtest du gewesen sein? Die zweite Frage. Ich hoffe, dass man zurückblickt auf mich und denkt sich, der hat was dazu beigetragen, dass die Welt ein bisschen besser geworden ist. Und auch andere Leute dazu motiviert. Also wenn das schon gesagt wird oder das Endergebnis meines Lebens ist, bin ich endlos glücklich. Und das Letzte, ich habe eine Imagination ist gefragt, eine große Plakatwand in Berlin für dich und du darfst für eine Woche entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen darauf zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Und die Plakatwand ist am Alexanderplatz. Okay, dann komme ich mal so ganz leicht auf die Frage zurück. So, was denkst du, was wünschst du, denkt die Welt über dich, nachdem du weg bist und was hält dich davon ab, das jetzt zu beeinflussen? In die Richtung. Also das ist die Hoffnung so ein bisschen verspielt, aber die dann auch deutlich macht, irgendwann mal gehe ich und irgendwann mal werde ich ja selbst Sterbebett liegen und denken, entweder ich habe ein Leben gelebt, das auch positiven Einfluss auf andere Menschen hatte oder halt nicht. Und ich würde hoffen, dass durch so ein Poster die Leute auch in diesem breiteren Kontext denken, als ich und meine Familie oder ich und mein Dorf oder ich und meine Nation, sondern halt auf der globalen Ebene. Das ist mitunter, wieso ich auch die Stiftung gegründet habe, weil deutlich war, du schließt halt alle anderen aus, indem du erst irgendwas nur für dich tust. Und das war vor ein paar hundert Jahren vielleicht in Ordnung, weil es sehr schwierig war, irgendwo anders hinzugehen. Doch heutzutage, wo alles ein paar Flugstunden entfernt ist, und wo uns jeden Tag deutlicher und deutlicher wird, dass wir alle miteinander verbunden sind. Du hast ja selbst dann mit dem Beispiel zwischen dem Fußball und dann der Stiftungsarbeit erzählt. Das wird uns deutlich auch jetzt interessanterweise in den letzten Tagen kamen einige Kollegen zu mir, die hatten Seaspiracy gesehen, diese Doku auf Netflix über den Fischhandel, den globalen und wie dumm dieser ist, meine einzige Reaktion war, ja, es ist halt krass und bedenke dabei, es ist eine Person, die in ein paar Länder war über einen bestimmten Zeitraum. Stell dir mal vor, da wären 100 Journalisten losgegangen, die auch schon seit zig Jahren in diesem Bereich arbeiten und die hätten noch zig weitere Wissenschaftler und so weiter gefragt und die hätten dann noch viel mehr aufgedeckt von, wie es tatsächlich ist, weil wie es tatsächlich ist, werden wir niemals verstehen, aber wir bemühen uns nur da, mal hinter dieser Wand zu kratzen, um zu sehen, ja, okay, so ist das wirklich. Ja, und dadurch auch zu verstehen, in welcher Rolle man tatsächlich hier ist, wenn man eben Entscheidungen trifft am Supermarkt, aber auch darüber hinaus, welche Entscheidungen man sonst auch trifft, die nicht irgendwie mit Konsum verbunden sind, sondern proaktive Unterstützung der Bekämpfung von globalen Ungerechtigkeiten. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch viel, viel deutlicher werden. Also ich glaube, dadurch, dass das, selbst wenn es im Fernsehen ist, auf Netflix und in Zeitungen und so weiter, es ist alles nicht da, es ist nicht vor einem. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Dinge vor einem kommen, wo sie sichtbar werden, das hast du ja auch mit Äthiopien gemerkt und gelernt und das berührt dich auf eine ganz andere Art und Weise. Ein Gast, den ich hatte, Markus Gabriel, ein Philosoph, der sagte, ja, es müsste eigentlich für jedes vierte iPhone, was man sich kauft, müsste man so eine Verpflichtung aussprechen, dass man da hinfährt, also dass man sieht, wie die eigentlich so hergestellt werden komplett. Also dass man sich das einfach, also oder dass es einfach so Bildungsreisen gibt, angeboten, nicht verpflichtend vielleicht auch gar nicht, sondern dass man einfach andere Orte sieht, um dann, also bei mir ist ganz viel durch Reisen passiert und durch auch nach Afrika fahren und da sehen, was irgendwie passiert und was nicht. Und ich fand das so schön auch in der Beschäftigung eben aus diesem Beispiel, was ich erlebt habe,
zu sehen, okay, bei euch, von dem, was man sehen kann und auch in der Transparenz, die man sehen kann in der Stiftung, dass es eben ankommt, dass es vor Ort ist und dass da gibt es diesen Brunnen dann und den gibt es auch. Und da kümmern sich auch Leute, dass es den, auch wenn er gerade kaputt ist, dann vielleicht in ein paar Monaten wieder geht, weil es irgendwie nicht einfach nur so hier hingeschmissen und jetzt erhalten wir uns und so weiter und so fort, sondern da passiert richtig was. Und das finde ich toll. Deswegen vielen Dank auch für deine und für eure Arbeit auch als Team, was ihr da macht. Das ist echt großartig zu sehen und eben auch so schön, dass es, habe ich bei so vielen Sachen, dass ich nicht weiß, und das sieht man bei euch auf der Website, ich habe danach gefragt, aber man sieht es auch bei euch eindeutig, dass man sieht, was ihr macht. Das ist toll, wo ihr es macht. Das ist ganz, also kenne ich von wenig Seiten, dass es so ist, muss ich sagen. Toll. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das Kompliment gebe ich weiter an mein Team. Die freuen sich dann bestimmt. Vielen herzlichen Dank dir für das sehr erhellende, prinzipielle Gespräch. Ja, aus Prinzip sage ich auch ganz herzlichen Dank. Nee, hat wirklich Spaß gemacht und danke dir. Sehr, sehr gern. Freut mich auch. Danke. Ciao. Ciao. Das war Neven Subotic. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe ja in den letzten Wochen wirklich einige Menschen hier getroffen, die versuchen, die Welt mit ihren Mitteln zu verbessern. Das war Maya Göpe, Ferdinand von Schirach, John Peters, Markus Gabriel und heute Neven Subotic. Das sind für mich richtige Leuchttürme, eben weil sie mit ihren eigenen Mitteln versuchen, die Welt zu verbessern. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Mich hat Neven auf jeden Fall auch inspiriert. Durch seine ruhige, unanalytische, aber auch kämpferische Art hat er mich irgendwie angesteckt und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich möchte eine Spendenaktion machen. Ich mache eine Spendenaktion, die Hotel Matze Spendenaktion, die allererste, die es gibt. Ich möchte 10.500 Euro zusammenbringen. Das ist das Geld, was für einen Brunnen benötigt wird, wie Neven hier ja erklärt hat. Die Hälfte habe ich eingegeben und ich hoffe, dass ihr den Rest voll macht, damit wir einen Brunnen in Äthiopien bauen können. Das fände ich wirklich großartig, wenn wir das zusammen schaffen. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Wie immer, herzlichen Dank an die Supporter. Dadurch kann ich das hier machen. Happy Brush diesmal, BookBeat und HelloFresh. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Andi Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Wie immer freue ich mich über Apple-Kommentare und ich muss ja auch nochmal deutlich sagen, dass Neven Subotic ein Wunsch von euch war. Ich wusste nicht, wer Neven Subotic ist. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich mit Fußball nicht, sondern nicht viel anfangen kann und deswegen gar keine Ahnung habe. Den Namen habe ich dann in den Kommentaren ein paar Mal gelesen. Mich dann erinnert, dass mich irgendjemand schon mal an Neven verwiesen hat quasi. Das war dann Thees Ullmann und noch ein paar andere Freunde. Das kam dann alles zusammen und deswegen ist er hier. Also Neven Subotic ist hier, weil ihr euch den gewünscht habt. Und ich finde es natürlich großartig, dass das geklappt hat. Also packt gerne eure Wünsche in die Apple-Kommentare, da gehen sie auch nicht unter. Normalerweise gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Das gibt es heute nicht. Stattdessen würde ich mir wirklich wünschen, wenn ihr auf den Link in die Shownotes klickt und mit einer kleinen Spende, 1 Euro, 2 Euro, was auch immer, ihr euch leisten könnt. Das Geld, ihr wisst es ja jetzt, kommt zu 100%ig auch da an. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, wie schnell wir das schaffen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund, bleibt entspannt. Eine gute Nacht, einen schönen Tag. Euer Matze.